guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde des Ernst-Bloch-Zentrums. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich im Ernst-Bloch-Zentrum zu unserem Symposium Konkrete Utopien mit und nach Ernst Bloch im Rahmen der ersten Biennale für Neue Musik. Das neu begründete Festival ist einer besonderen Zusammenarbeit zu verdanken. Hier in der Metropolregion Rhein-Neckar haben sich verschiedene kulturelle und musikalische Akteure aus den Städten Heidelberg, Ludwigshafen und Mannheim zusammengetan. Neben dem Ernst-Bloch-Zentrum sind das Klangforum Heidelberg, die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, das Nationaltheater Mannheim, das Theater und Orchester Heidelberg und die Gesellschaft für Neue Musik Mannheim. Die Kooperation hat mehrere Jahre gedauert, also die Vorbereitungen für dieses Projekt haben einige Jahre in Anspruch genommen und eigentlich sollte die Biennale bereits im Februar 2021 stattfinden und ist dann, wie praktisch das gesamte kulturelle Leben weltweit, kann man schon sagen, der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Jetzt freuen wir uns, dass die Biennale in diesen Tagen und in diesen Wochen in digitaler Form stattfindet, aber teilweise auch mit Präsenzveranstaltungen. Und diese ist eben eine der wenigen Veranstaltungen mit physisch anwesendem Publikum, die jetzt nach dem Ende des Lockdowns stattfinden. Für uns im Ernst-Bloch-Zentrum ist es überhaupt die allererste, die wir wieder mit Publikum durchführen dürfen, natürlich unter Beachtung der derzeit gültigen Hygiene- und Sicherheitsvorschriften. Umso mehr freue ich mich, dass Sie alle, die Damen und Herren, die sich heute hier im Zukunftsforum des Ernst-Bloch-Zentrums befinden, keine Mühen gescheut haben, um hier sein zu können. Ich darf an dieser Stelle die Grüße von Anne-Monika Sommer-Bloch überbringen, der Ehefrau von Jan-Robert Bloch, dem 2010 verstorbenen Sohn von Carola und Ernst Bloch. Frau Sommer-Bloch ist für die Familie Bloch Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum und sie ist selbst professionelle Musikerin. Sie freut sich sehr, dass die Biennale für Neue Musik nun doch zustande gekommen ist und sie wäre, ich zitiere aus ihrer E-Mail, riesig gerne und von ganzem Herzen heute ins Ernst-Bloch-Zentrum gekommen, zumal doch, wie sie schreibt, die Kantate auf den ersten Geburtstag von Jan-Robert Bloch aufgeführt wird. Frau Sommer-Bloch ist leider aus wichtigem Grund verhindert. Wie schade, dass ich das verpasse, schreibt sie. Und wir hoffen, dass wir sie bald bei anderer Gelegenheit im Ernst-Bloch-Zentrum wiedersehen werden. Mein herzlicher Gruß geht an Herrn Walter Nussbaum, der heute nicht hier sein kann ebenfalls. Er ist Dirigent und künstlerischer Leiter vom Klangforum Heidelberg und Mitinitiator der Biennale für Neue Musik. Und vom Klangforum kommen heute die musikalischen Beiträge, auf die wir uns sehr freuen. Besonders begrüßen möchte ich Frau Professor Francesca Vidal von der Universität Koblenz-Landau, Präsidentin der Internationalen Ernst-Bloch-Gesellschaft, die auch bei den Vorbereitungen der Biennale ihre Expertise zur Verfügung gestellt hat und gleich einen Vortrag halten wird. Als Referenten begrüße ich auch Herrn Dr. Reinke Schwinning von der Universität Siegen. Er hat eine wichtige Dissertation zu Bloch und die Musik geschrieben und dafür auch hier im Archiv des Ernst-Bloch-Zentrums geforscht. Das Buch ist übrigens im letzten Bloch-Almanach von Frau Professor Vidal besprochen worden. Wir fühlen uns geehrt, dass Herr Cornelius Schwer, der Komponist von einem
der Musikstücke, die wir heute hören, anwesend ist. Ich begrüße Sie sehr herzlich, lieber Herr Schwer, zusammen mit Ihrer Familie. Ich freue mich, die Musikerinnen und Musiker, die heute auftreten werden, willkommen zu heißen. Die Sängerin Frau Stefanie Wüst, Frau Kirstin Maria Pientka, Viola und Herrn Marc Reichhoff am Flügel. Herr Reichhoff ist auch an der künstlerischen Leitung des Klangforum Heidelberg beteiligt. Auch er ist ein wichtiges Mitglied der Vorbereitungsgruppe der Biennale für Neue Musik. Ich möchte auch Herrn Dominik Meyer, den Geschäftsführer des Klangforum, herzlich begrüßen und ihm zugleich danken. Er war für die Koordination des Projektes von unschätzbarem Wert. Danken möchte ich auch Frau Judith Schoer und Frau Katharina Waschke von der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, die die allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Biennale übernommen haben. Intern geht ein herzliches Dankeschön an das Team des Ernst-Bloch-Zentrums hier im Raum, Frau Lumi, Frau Schmidt, Herr Böhn und besonders an unsere wissenschaftliche Volontärin Christina Schüssler, die das Symposium organisatorisch betreut hat, ebenso auch an unsere wissenschaftliche Volontärin Veronika Düx, die tatkräftig mitgeholfen hat. Das Symposium wird, wie Sie wissen, aufgezeichnet und wir werden mit diesem Streaming dann den YouTube-Kanal des Ernst-Bloch-Zentrums eröffnen, den wir nun neu haben. Ich danke Herrn Ralf Herrmann, dem Inhaber der Firma Filmproduktion Region 2, der innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von anderthalb Stunden, ein Kamerateam für die Aufzeichnung zusammengestellt hat, sowie Herrn Norbert Füchs, der hier für den Ton verantwortlich zeichnet, und Herrn Peter von Saalfeld an der Kamera. Die Biennale für Neue Musik ist so konzipiert, dass jeweils auf eine Persönlichkeit der Metropolregion der inhaltliche Schwerpunkt gesetzt werden soll. Und es war im Winter 2018/2019, ich hatte mein Amt als Direktorin des Ernst-Bloch-Zentrums gerade übernommen, als Herr Fehlmann, der Intendant der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, mich hier aufsuchte, um mir von der Idee dieses Festivals zu berichten. Es sei daran gedacht, sagte er, die erste Edition des neuen Festivals Ernst Bloch zu widmen und ob das Ernst-Bloch-Zentrum eventuell mitmachen würde, fragte er im Namen der Koordinationsgruppe. Natürlich war ich sofort begeistert, denn faszinierend an Bloch ist ja, dass sein Werk sich von den Künsten und von den künstlerischen Artefakten nicht verschließt, sondern eben mit diesen im Dialog steht. Für Bloch, geboren 1885 in Ludwigshafen, gestorben 1977 in Tübingen, spielte gerade die Musik in mehrfacher Hinsicht eine sehr zentrale Rolle. Einmal in seinem Leben, er war ein Musikliebhaber, ging gerne in Konzerte, hörte gerne Schallplatten, hatte einige Lieblingskomponisten, wie zum Beispiel Bach und Beethoven. Andere Komponisten betrachtete er manchmal eher skeptisch. Dazu gehörte zum Beispiel Chopin oder auch der Jazz, der ihn nicht ganz überzeugte. Aber nicht nur in seinem Leben war Musik wichtig, sondern auch in seinem Denken. Musik spielte eine ganz wichtige Rolle in Blochs Philosophie und er hat seit der Arbeit an seinem Buch Geist der Utopie, zuerst 1918 erschienen, also in einem seiner wichtigen Frühwerke, seitdem hat er eigentlich kontinuierlich über Musik nachgedacht und man stößt in seinem Werk auf zahlreiche weitere Texte zur Musik, Verweise auf Komponisten oder deren Werke. Generell kann man sagen, dass Musik an Blochs Konzept der Utopie geknüpft ist. Er hat die Musik als die utopisch überschreitende Kunst bezeichnet. Über all das werden wir heute
von Frau Professor Vidal und Herrn Dr. Schwinning mehr hören. Es freut mich aber somit besonders, dass die Koordinationsgruppe für die Biennale für neue Musik mit dem Konzept der konkreten Utopien im Titel nun startet, dass wir uns dafür entschieden haben, Ernst Bloch und seine Philosophie als Ausgangspunkt für die erste Edition dieses Festivals zu wählen. In unserer von vielen Krisen und Konflikten geprägten Zeit, in der wir zuletzt aufgrund der langen Corona-Pandemie durch eine lange Phase der Resignation und Orientierungslosigkeit gehen mussten, spenden Kunst, Musik und Philosophie nicht nur Trost, sondern sie können auch einen wichtigen Beitrag zur Beantwortung von Zukunftsfragen leisten. Gerade die Musik zeigt, ganz im Sinne von Ernst Bloch, neue Wege des Denkens und neue Wege der Wahrnehmung auf und liefert Inspirationen und Modelle, die mit Rationalität oder mit der verbalen Sprache allein nicht zustande kommen und uns nicht erreichen können. Sie beinhaltet somit die Musik jenes utopische Potenzial, welches für die Gestaltung einer guten Gegenwart und einer guten Zukunft unumgänglich ist. Ich halte das für eine wichtige Lektion des großen in Ludwigshafen geborenen Philosophen. Ich freue mich, dass unser bewährter Moderator, Herr Dietrich Brandts, uns heute durch das Symposium führen wird und möchte ihm nun gleich das Wort übergeben. Ich freue mich auf dieses Symposium und wünsche uns allen anregende Stunden im Ernst-Bloch-Zentrum. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlich willkommen zu dieser Matinee, zu diesem Symposium hier im Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen, auch von meiner Seite. Aus konkrete Utopien mit und nach Ernst Bloch. Frau Amodeo hat es gerade gesagt, so ist dieses Symposium überschrieben. Ich habe dazu erst mal an eine Geschichte gedacht, die ich als Journalist mal mit Tancred Dorst erlebt habe, dem Dramatiker und dem Schriftsteller. Im Radio natürlich. Eine Moderatorin hat ihn tatsächlich gefragt damals, ob er eine Utopie habe oder Utopien habe. Und er hat sehr salopp geantwortet: Hätte ich keine konkrete Utopie von mir und meinem Leben, dann würde ich morgens vermutlich nicht aufstehen und mir nicht die Zähne putzen. Das ist so ungefähr die landläufige Version der konkreten Utopie. Tancred Dorst hat dann aber noch hinzugefügt, dass der Zauber des Utopischen, so nannte er es, glaube ich, für ihn darin bestehe, diese Zukunft, auch wenn es nur um einen Tag geht, der vor ihm liegt, und von der er meint, dass es vielleicht eine gute Zukunft sei, dass er diese an dem Morgen, wenn er sich die Zähne putzt, ja noch gar nicht kennt. Das heißt, dass er sich selbst als Autor, auch sich selbst mit seiner Fantasie und seiner Kreativität an diesem Tag wieder neu entdecken wird. Dazu hätte Ernst Bloch dann vielleicht gesagt, dass Tancred Dorst im Idealfall jeden Tag ein Inkognito vor sich selber ist. So heißt eine Geschichte in den Spuren, für mich eine der schönsten Geschichten von Ernst Bloch, in den Spuren, ein Inkognito vor sich selber, denn der Mensch ist etwas, was erst noch gefunden werden muss. Vielleicht eines der wichtigen Zitate von Ernst Bloch in diesem Zusammenhang, verweist jedenfalls auf das Noch nicht als das Leitmotiv seines Denkens. Ich glaube, an dem Vorhang direkt bei Ihnen, Frau Vidal, steht der Satz, der als Motto der letzten Ausgabe der Spuren vorangestellt wurde: Ich bin, aber ich habe mich nicht, darum werden wir erst. Bei diesem Noch nicht scheint es nun Schattierungen oder Abstufungen der Realisierbarkeit zu geben, wenn es um das Utopische geht. Konkrete Utopien sind jetzt unser Thema heute. Das bedeutet, es geht nicht um das Unerreichbare, das Entfernte, sondern um Utopien, die tatsächlich realisiert werden können, also um eine tatsächlich mögliche Veränderung jedes Einzelnen und auch der Gesellschaft. Und auf jeden Fall geht es um Aktivität. Ein wichtiger Satz für mich im Werk von Ernst Bloch zum Thema konkrete Utopie ist deshalb das ganz berühmte, wahrscheinlich allerberühmteste Zitat von ihm im letzten Absatz vom Prinzip Hoffnung, aber der erste unterschlagene oder meist unterschlagene Teil.
Da geht es um diese Aktivität. Und der Teil heißt, die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende und die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Überholend scheint mir ganz wichtig zu sein. Arbeitend, schaffend, umbildend in realer Demokratie, das ist die Wendung, die direkt darauf folgt, soll sich all das ereignen. Weiter ausgemalt hat Bloch an dieser Stelle nicht, was er damit meint. Und das ist ganz gut so, denn dann kann man viel darüber sprechen. Heute zum Beispiel über die Frage, was Musik dazu beitragen kann, welche Rolle sie im Denken von Ernst Bloch spielt und welches utopische Potenzial sie selbst enthält oder vielleicht auch erzeugen kann. Das alles werden wir bis 14 Uhr in sehr vielfältiger Weise hier hören bei dieser Matinee im Ernst-Bloch-Zentrum im Rahmen der ersten Biennale für neue Musik in der Metropolregion Rhein-Neckar. Wir werden eine Uraufführung hören, Wir sind, von Cornelius Schwer im ersten Teil dieser Matinee. Ein Stück für Frauenstimme, Viola und Klavier, eine Komposition basierend auf Textfragmenten von Ernst Bloch. Der Komponist Cornelius Schwer ist hier, Frau Amodio hat es schon gesagt, und wir nutzen die Chance. Und ich freue mich, Herr Schwer, wenn Sie nachher im Gespräch kurz darlegen, welche Werkidee Sie damit verfolgt haben und welchen Bloch-Bezug das hat. Wir werden außerdem eine Komposition, eine Kantate von Hans Eisler hören zu Herrn Meyers erstem Geburtstag. Auch da gibt es einen ganz direkten, sogar sehr persönlichen Bezug zu Bloch, denn Herr Meyer, gezeugt in Paris, geboren in Prag, war ein Mitglied der Familie Bloch. Frau Amadeo hat es fast schon verraten, wer Herr Meyer ist. Ja. Wir werden auch das nachher noch genauer hören. Marc Reichow, der nicht nur heute am Flügel sitzt, wird uns das im Gespräch sagen. Mit Kirstin Maria Pienka gehörte zum Ensemble Aesthesis. Stefanie Wüst ist heute die Sängerin. Zu dritt werden sie beide Musikstücke bis 14 Uhr aufführen. Vor der Kantate von Hans Eisler wird dann noch Reinke Schwinning über Ernst Bloch und die musikalische Avantgarde sprechen. Dieses Verhältnis zur musikalischen Avantgarde steht im Mittelpunkt dieses zweiten Vortrags, die sprengende Jugend der Musik. Ein Zitat ist der Titel dieses Vortrags von Reinke Schwinning. Wir werden unter anderem, glaube ich, hören, weshalb Bloch zur zeitgenössischen Musik ein eher schwieriges Verhältnis hatte und vielleicht auch welche Form von Agitation als politisch-ästhetische Handlung sozusagen er sich von Musik gewünscht hat oder welche er zumindest gut fand. Eröffnen wird das Symposium jetzt Franziska Vidal, Professorin an der Universität in Koblenz-Landau. Sie leitet dort den Schwerpunkt Rhetorik, ist Präsidentin der Internationalen Ernst-Bloch-Gesellschaft, Frau Amodeo hat es gesagt. Und was man auf jeden Fall auch gleich zu Beginn schon zeigen kann, ist ein Buch, das Franziska Vidal herausgegeben hat, zusammen mit Matthias Henke, mit einem sehr schönen Titel, gefällt mir als Radiomensch ganz besonders gut, Tonspurensuche. Tonspuren sind das, womit wir arbeiten, wenn wir Hörspiele aufnehmen. Gerne auch in einem 12-Spur-Verfahren. Hier sind es Tonspuren, die bei Ernst Bloch gefunden wurden. Ernst Bloch und die Musik heißt dieser Band. Im Anschluss werden wir darüber sprechen, Frau Vidal. Wir, das bedeutet nicht nur wir zwei, sondern Sie als Publikum können Frau Vidal natürlich auch Fragen, Anmerkungen machen, mitdiskutieren nach dem Vortrag zu Ihrem Thema die Bedeutung der Musiktheorie in der Philosophie von Ernst Bloch. Und das Rednerpult ist Ihres. Bitte sehr. Auch von mir ein herzliches Willkommen im Ernst-Bloch-Zentrum und herzlichen Dank für die Einführung von Herrn Brandt und von Frau Amodeo. Ich freue mich sehr, endlich wieder im Bloch-Zentrum sein zu können. Ich habe das Gefühl, schon Jahre nicht mehr da gewesen zu sein, was sich ja ein bisschen übertrieben ist, aber ich glaube, es geht uns allen so. Und ich freue mich, dass die Biennale nun läuft und wir die Kunst genießen können. Herr Brandt hat schon eingeführt, es geht um konkrete Utopien. Und meine erste Frage ist da, was unterscheidet konkrete Utopien von Utopien allgemein? Können oder dürfen Utopien überhaupt konkret sein? Und meint dies eventuell ganz konkrete Zukunftsvorstellungen, wie es ja bei Tancred d'Ors so ein bisschen anklang? Genau diese aber finden wir bei Ernst Bloch
doch gar nicht. Warum also konkret und was hat dies und überhaupt Bloch mit Musiktheorie zu tun? Diese Fragen versuche ich zumindest in Ansätzen zu beantworten. Genauer und an Beispielen illustriert werden Sie dies von Reinke Schwinning erfahren, von dem auch ein Beitrag in diesem Buch ist. Mein Beitrag dient daher mehr einer Einführung, denn immer wieder stoße ich auf Erstaunen, wenn ich erwähne, dass Blochs Werk eine Musiktheorie enthält, die wichtiger Teil seiner Ästhetik ist. Einen eigenen Band zur Ästhetik oder zur Musik finden wir schließlich nicht. Aber ohne diese Ästhetik ist die Philosophie der Hoffnung nicht denkbar. Mit dem Begriff der Utopie, also des Raumes, der nirgendwo existiert, wird ganz allgemein der Traum von einem besseren Leben oder auch der Entwurf einer idealen Gesellschaft verbunden. Und seit Aufkommen des Begriffs durch den 1516 erschienenen Roman Ein wahrhaft kostbares und ebenso bekömmliches wie kurzweiliges Buch über die beste Staatsverfassung und die neue Insel Utopia von Thomas Morus haftet dem Begriff immer auch etwas Negatives an. Gerade in der Sprache des Alltags bleibt der Beigeschmack des Unrealistischen. Knapp gefasst in der Wendung, etwas sei nur utopisch, nachgerade nicht möglich. Morus hatte aus den altgriechischen Wörtern für Nicht-U und für Ort-Topos den Kunstbegriff Utopia gebildet und gerade die Vorsilbe führt des Öfteren dazu, einen solchen Ort gerne als illusorisch und irreal zu verstehen. Kein Autor von literarischen oder sozialpolitischen Utopien lässt sich gern als Utopist bezeichnen. Steht dieser Begriff doch für jemanden, der Realitäten verkennt und Unmögliches fordert. Dabei sind die Denker des Utopischen überzeugt vom Ungenügen des Gegenwärtigen und haben das Ziel, etwas anschaulich aufzuzeigen, was möglich sein könnte. Entweder, weil es an anderen Orten sichtbar wurde oder aber nur noch nicht wirklich geworden ist. Die Ausmalung einer Utopie wird so zum Weg, indirekte Kritik am Bestehenden zu üben und oft auch ein Gegenmodell anzubieten. Aber wie gesagt, ein genaues Gegenmodell zur bestehenden Welt liefert uns Bloch keineswegs. Er hatte schon in seiner Dissertation über den Neukantianer Heinrich Rickert gefragt, wie es möglich sei, Erkenntnisse über die Zukunft zu gewinnen und ob es dafür nicht einer utopischen Idee bedürfe. Sein Werk wird von da an geprägt sein von der Vorstellung, eine Philosophie der Utopie zu erarbeiten. Seine Utopie aber ist weder Schwärmerei noch Flucht vor der tatsächlichen Welt. Sie soll keinen Neuanfang propagieren, sondern Tendenzen für neue Entwicklungen innerhalb gesellschaftlicher Prozesse aufspüren. Utopisches Denken hat für ihn nichts damit zu tun, Fantastereien zu entwickeln, sondern den Traum vom Besseren zu verbinden mit dem, was sich als reale Möglichkeiten in der Gegenwart zu erkennen gibt. Daher ist seine Forderung die nach einer konkreten Utopie, einer, zu deren Erfüllung der Mensch zum Handelnden werden muss. Auch das haben wir von Herrn Brandts vorhin gehört, als Schlusspunkt seines Werkes Prinzip Hoffnung. Das Neue, mithin Utopische, verstanden als ein Sunum Bonum, also das Schöne und Gute als absoluter Wert, wird nicht linear erreichbar sein. Es wird auch nicht selbstverständlich eintreten, sondern es bedarf eines verantwortungsbewussten Handelns. Meines Erachtens müsste uns dies in Zeiten von Klimakrise und Pandemie immer wieder bewusst werden. Bei Ernst Bloch finden wir diesen Hinweis auf unsere Verantwortung mit Hilfe einer der Märchenwelt entnommenen Aufforderung. Vergiss das Beste nicht. Entscheidend ist somit weder das Vergangene noch das Gegenwärtige an sich, sondern seine Bedeutung für die Zukunft. Das Beste wäre dann das,
dessen Erfüllung noch aussteht. Anders ausgedrückt, welcher Überschuss ist im Objekt enthalten und wie gelingt es, dass dieses dem Subjekt nicht äußerlich bleibt? Damit bin ich in gewisser Weise schon bei der Bedeutung der Musik und ihrer Rolle in der Philosophie von Ernst Bloch. Ist es doch die ästhetische Erfahrung, die uns berührt, nicht alleine den Intellekt, sondern eben alle Sinne anspricht. Die Welt bleibt uns nicht äußerlich, weil wir das sinnlich Empfundene denkend verarbeiten und die Möglichkeiten in ihr und in uns erkennen können. Ästhetische Erfahrung wird dabei verstanden als das Zusammengehen von Genuss und Erkenntnisleistung. Bloch nutzt die Metapher der Reise, deren erster Schritt ja immer das Verlassen der Alltagswelt ist. Frei vom Alltag aber werden wir durch das Imaginäre. Bloch spricht vom Traum, der es den Menschen möglich mache, nicht nur von gewohnten Denkstrukturen frei, sondern auch für neues Denken frei zu sein. Ästhetische Erfahrung ermöglicht ganz kurz gesagt, Wege erreichbarer Subjekt-Objekt-Vermittlung aufzuspüren. Reflexionen über Musik hatten bei deutschen Philosophen stets einen hohen Stellenwert. Ich erinnere an Gottfried Wilhelm Leibniz, für den Musik eine Möglichkeit darstellt, die Welt mit Hilfe der Sinne zu erkennen. Musik vermittle die Harmonie der Natur. Und im Kontext der Romantik wird Musik zum Organon der Philosophie. Gerade Schelling wehrt sich dagegen, sie auf den Charakter der Empfindungskunst zu reduzieren. Für Bloch wichtige Philosophen, aber bleiben wir bei ihm, der Kunstwerke als eine Vermittlungsinstanz von Sinnzusammenhängen versteht. Mithin als die Orte, in denen das Unabgegoltene der Vergangenheit lebendig bleibt. Wenn von seiner Ästhetik als einer Ästhetik des Vorscheins gesprochen wird, dann deshalb, weil er das utopische Potenzial des Kunstwerks in dessen Schein verortet. Seine Ästhetik ist eine, die begrifflich fassen will, was in der Kunst erfahrbar gemacht wird. Denn ästhetische Erfahrung vermittelt dem Menschen, dass die Welt, wie sie ist, unvollkommen und noch nicht zu einem guten Ende gekommen ist. Es ist die Kunst, die unsere Wahrnehmungsmodi erweitert und die Hoffnung, dass es Möglichkeiten für das andere durchaus gibt, anschaulich und sinnlich erfahrbar macht. Für Ernst Bloch ist derjenige, der über die Kunst reflektiert, also der Philosoph mit dem, der Kunst schafft, brüderlich miteinander verbunden. Weibliche Form nutzt Bloch leider nicht, darum auch ich nicht in diesem Fall. Da der Philosoph selbst produktiv tätig ist, kann er philosophisch nachvollziehen, was im ästhetischen Medium geschaffen wurde. Jedes schöpferische Gestalten wächst aus dem Bemühen, etwas Besseres als das, was vorzufinden ist, aufscheinen lassen zu wollen. Es hat daher das Gefühl des Mangels im Gegenwärtigen und das Bedürfnis nach einem harmonischen Ganzen in Zukunft zur Bedingung. Offenheit auf Zukunft hin ist die auratische Art des Dunkels, sagt Bloch, eine Art, die den Drang zum Schöpferischen befördert. Und weil Erfüllung eines solchen Drangs nur in Zukunft möglich ist, wird künstlerische Produktivität zu einer Form der konkreten Utopie. Dabei ist es gerade das Fragmentarische, das Gebrochene und Unbestimmte, dass es möglich macht, von der konkreten Utopie zu sprechen. Denn nur dadurch wird Kunst zum Korrelat einer Welt, die ebenso unfertig ist und in der alle Gestaltungen Fragmente sind. Das heißt aber auch, dass der Vorschein immer wieder an seinem Realitätsgrad gemessen werden muss. Anders ausgedrückt, Kunstwerke vermitteln die Erkenntnis, dass diese Welt veränderbar ist. Die Entwicklung der Philosophie der Musik ist exemplarisch für die Bloch'sche Ästhetik. Sie beginnt in der ersten Fassung von Geist der Utopie, ist hier von zeitgenössischen Dimensionen getragen und gilt für Bloch als die utopische Kunst überhaupt.
Ist Musik in der zweiten Fassung von Geist der Utopie auch nur noch Moment einer Phänomenologie des Geistes der Utopie und erhält deshalb weniger Raum, bleibt sie doch ein Instrumentarium der Utopie. Was Bloch nun 1923 zur Musik sagt, findet sich im Prinzip Hoffnung, etwas anders formuliert als fulminanter Schlusssatz über die in Zukunft zu findende Heimat. In Geist der Utopie von 1923 lesen wir, dass in Musik ein sich zurückfinden in die Heimat wirksam ist, aber eben in eine Heimat, in der man noch niemals war und die dennoch Heimat ist. Das also nicht als Schlusssatz Prinzip Hoffnung, sondern 1923 schon Geist der Utopie. Hans Mayr, für den die Anfänge Blochscher Musikphilosophie beseelt waren vom Traum nach Freiheit, legt sehr viel Wert auf diesen ersten Hinweis auf das Heimatmotiv für die Philosophie der Hoffnung und betont mit einem Zitat von Jean Paul: Die Musik besitze ihre Kraft des Heimwehs. Nicht ein Heimweh nach einem alten, verlassenen Land, sondern nach einem unbetretenen, nicht nach einer Vergangenheit, sondern auch einer Zukunft. Das Geheimnis der Musik liegt darin, dass sie zum unmittelbaren, weil gegenstandslosen Ausdruck des Menschen wird. Die Geschichte der Musik wird, wie die Geschichte überhaupt bei Bloch, von der Zukunft her gedeutet, ausgehend vom musikalischen Subjekt. Sie ist ausgerichtet auf das Neue und bleibt daher jung. Einzelne Werke sieht Bloch als geniale Ich-Zustände, deren Art, Grenzen und Gattungen zu überschreiten, er mit dem in Anlehnung an Lukács gebildeten Begriff Teppich kennzeichnet. Unterschieden werden drei Teppiche. Dem ursprünglich und naiv empfindenden Menschen wird der Teppich des endlos vor sich her Singens, des Tanzes und der Kammermusik zugeordnet. Hier werden Gefühle unmittelbar zum Ton. Dem griechisch-attischen Subjekt entsprechen die geschlossenen Werkformen, das geschlossene Lied, die Spieloper, das Oratorium. Für das Gotischwerden, also das Menschwerden, steht der dritte Teppich, das durchkomponierte Lied, die Handlungsopern, Carmen, Fidelio, das große Chorwerk, Symphonien von Beethoven, Bruckner, Mahler und die Opern Wagners. Durch das Spannungsverhältnis zwischen den Teppichen und durch das Verstricktsein in die Widersprüche der Zeit entwickelt sich der Übergang zur erfüllten Zeit. Das ist die Zeit der seraphischen Musik. Es wird eine zukünftige Wahrheit intoniert, die im Dunkel des gelebten Augenblicks nur durch Hebung und Drehung des schöpferischen Aktes gedeutet werden kann. In der Philosophie der Musik wird der Ton als Mittel und als Phänomenale, die Harmonielehre als Formel und die Bedeutung von Rhythmus und Kontrapunkt als musiktheoretische Kategorien erarbeitet. Der Ton der Musik ist ihr Stoff. Hier klingt das Neue in einer Weise an, die mehr sagt, als Sprache vermag. Dafür ist es notwendig, dass der Ton auch als einer gehört wird, der aus dem Subjekt heraus brennt. Das Neue wird prophetisch kenntlich, es soll die Hörenden anstecken. Menschliches Maß kommt durch den Rhythmus in die Musik, der die innere Welt der Musik mit der äußeren verbindet. Als anspruchsvolle Formel zeigt sich dies bei Beethoven. Hier ereignet sich das Neue als Kontrapunkt, so Bloch. Dieser ist die Form des Ereignisses. Bloch bezieht sich, wenn er die Sinngebung der Harmonik auf den Kontrapunkt bezieht, auf Schönberg. Welche Bedeutung Musik für den Philosophen hatten, zeigt sich aber nicht nur an seinen Schriften über die Musik, sondern auch am Sprachduktus seiner philosophischen Arbeiten. Er schreibt von Musik geleitet, hat das Ziel, eine Sprache zu finden, die Musik von Vernunft ist. So sagt es Peter Zudeik. Aber es wird auch deutlich, wenn er selbst das Kompositionsprinzip seiner Texte mit den Mitteln der zweiten Symphonie von Gustav Mahler vergleicht. Ein Werk, das ja in der Rezeption auch unter dem Stichwort Hoffnung genannt wird. Bloch aber bezieht sich darauf, dass ein Motiv kurz anklingt, es dann erst wiederholt wird, bevor es ausgeführt wird.
Erkenntnis ermöglicht Musik aufgrund ihres allegorischen, damit mehrdeutigen Charakters. Sie kann ihren Gehalt durch Töne nicht begrifflich begreifbar machen. Dies wird aufgegriffen in seinem letzten Werk Experimentum Mundi, um den Verweis auf Zukünftiges hervorzuheben. In den Worten Blochs: Die Stunde der ganz eigenen und verstehbaren Sprache in der Musik steht noch aus. Ein neuer Kehlkopf könnte sich in der Musik bilden, ist in ihr angelegt. Nicht sogenannte orphische Urworte stammelnd, wohl aber Rufe mit ihren Bedeutungen, wie sie jetzt schon im gesungenen Wort eine intensive Aura mitgeben. Im Lied bei Schubert, die Nonne. Bei Mozart, endlich naht sich die Stunde. Bei Brahms, immer leiser wird mein Schlummer. Bei Wagner, Träume. Bei Mahler, Abschied im Lied von der Erde. Hätte er die Tage der neuen Musik dazugezählt? Eine nicht so leicht zu beantwortende Frage, denn es ist nicht zu leugnen, dass Blochs Blick auf ästhetische Werke immer von seinen geschmacklichen Präferenzen geprägt wurde, nicht von seiner eigenen Ästhetik. Und auch, dass ihm Musik deshalb so wichtig war, weil sie für ihn den höchsten Zieleinhalt ausdrücken konnte. Eine Welt, die es vermag, dem Menschen Heimat zu sein. Weshalb ich mich sehr freue, dass diese Biennale unter dem Titel Konkrete Utopien steht. Deshalb ein letzter Hinweis auf etwas, was Musik und Utopie verbindet. Bei beiden kommt es darauf an, ob Menschen sich auf diese einlassen wollen. Wer die Utopie verabschieden will, der sagt nichts über das Utopische selbst, sondern er sagt nur, dass er das Beste eben vergessen will. Die Musik ist für Bloch aber auch deshalb so wichtig, weil sie eine Kunst sei, die Spannungsverhältnisse zu reflektieren vermag. Deshalb nennt er sie gesellschaftlich seismografisch. Aber so wie das Hoffen gelernt werden will, so muss es auch das Hören ins Plurale hinein, um darin den auf Zukunft gerichteten Ton wahrzunehmen. Daraus ergibt sich die Aufgabe herauszufinden, wie sich Menschen heute aus alltäglichen Verstrickungen herausreißen lassen, um sich auf eine musikalische Reise zu begeben, die Genuss und Erkenntnis ermöglicht. Denn gewillt zu sein, das Hören zu lernen, steht exemplarisch für die Bereitschaft, den Stachel der Utopie spüren zu wollen. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören. Ja, vielen Dank, Frau Professor Vidal. Den Stachel des Utopischen, das Schlusswort, haben Sie wahrscheinlich gesetzt, damit wir es alle kollektiv jetzt aufgreifen können hier. Ja. Ich möchte mal zwei Formulierungen herausgreifen, die Sie gerade gewählt haben, die mir einen etwas grundsätzlichen Charakter zu haben scheinen in dem Vortrag, den Sie gerade gehalten haben. Die eine Formulierung lautete, wahrscheinlich nicht ganz wörtlich zitiert: Ohne ästhetische Theorie ist die Philosophie der Hoffnung nicht möglich. Und die andere, die ich mir sofort eingeprägt habe, ist natürlich, dass die Musik ein Instrumentarium des Utopischen sein kann. Und vielleicht noch eine dritte obendrauf, dass ästhetische Erfahrung immer ein Zusammenspiel von Genuss und Erkenntnisleistung ist. Daraus versuche ich jetzt mal eine Frage zu machen, mit der wir das etwas vertiefen können. Nämlich vielleicht ganz einfach, in welcher konkreten Weise Musik eine Erkenntnisleistung hervorbringen kann, die aufs Utopische zielt, im Verständnis von Ernst Bloch. Funktioniert. Vielleicht noch zum Ersten, weil viele darauf hinweisen, dass es in diesem großen Werk keinen Band zur Ästhetik gibt, aber die Ästhetik ist grundlegend für jeden einzelnen Band. Also Sie finden überall ästhetische Aussagen und die grundlegenden philosophischen Aussagen kommen oft aus ästhetischen Begrifflichkeiten. Wo spüren Sie, dass Musik Genuss und Erkenntnis ist? Also das hat ein bisschen was damit zu tun, was ich versucht habe, über die Reise zu sagen. Also es gibt diesen berühmten Satz von Bloch: Man nimmt sich mit, wenn man reist. Aber das Wichtige ist ja,
dass man sich aus Alltagssituationen herausreißen lässt, ne? Dass man nicht mehr verstrickt ist in dem, was uns alle belastet. Insofern, wenn wir jetzt heute die Musik hören werden, dann ist sie uns einerseits Genuss, wir sind dadurch rausgerissen aus dem Alltag, behaupte ich jetzt mal, ohne sie noch gehört zu haben bisher. Und dann ist es aber auch etwas, was unser Denken anregt, was wirklich die Frage stellen lässt, ob es denn so sein muss, wie es ist, oder ob es etwas anderes gäbe, ohne das schon konkret mit Zukunftsbildern auszumalen, aber so ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass es auch anders sein könnte. Das ist das, was Bloch mit Musik verbindet. Also mit Kunst generell, aber die Musik hat halt das Besondere, dass sie das nicht mit Worten machen muss, sondern dass ihre Töne das in uns ansprechen. Also da entsteht nicht nur ein Klangraum, sondern eigentlich auch ein Möglichkeitsraum mit der Musik. Ja, das wäre der Blochsche Begriff dafür, genau. Treffer, danke. Sie haben darüber hinaus gesagt, vielleicht jetzt anknüpfend an das gerade Geäußerte, dass eine konkrete Utopie immer implizit, oft auch explizit, Kritik am Bestehenden enthält und ein Gegenmodell zur bestehenden Welt formuliert. Ich habe gesagt, dass jeder, der eine Utopie formuliert, und Thomas Morus ist keine konkrete Utopie, oder jeder andere, der Utopien schreibt, hat dieses Bedürfnis, ein Gegenmodell zu entwickeln. Das haben sie auch in Dystopien. Aber das ist noch nicht unbedingt eine konkrete Utopie. Also Bloch würde nicht Thomas Morus als konkrete Utopie darstellen. Das Konkrete ist wirklich, wenn ich schaue, was ist so etwas, was es im Vergangenen gibt, was noch nicht erfüllt worden ist, was schon zum Ausdruck gekommen ist. Ich nehme immer gerne, weil ich den Satz so schön finde, die Bauernkriege, die natürlich keine Revolution, erfüllte Revolution gebracht haben, aber es bleibt etwas drin, ein Stachel, der bleibt, der noch umgesetzt werden muss, für den es Chancen gab. Aber die Enkel fechten es aus. Geschlagen ziehen wir nach Haus, die Enkel fechten es besser aus. Und in Zeiten der Pandemie würde er tatsächlich wahrscheinlich schauen, was ist denn jetzt hier, von dem wir sagen würden, das bringt uns dazu, etwas in Frage zu stellen. Das machen ja ganz viele, also dass so schrecklich die Pandemie ist, zum Beispiel auch die Frage zu stellen, gehen wir wirklich richtig mit dieser Welt, mit der Natur um? Ist da etwas, was vielleicht dazu führen könnte, dass es zu einem Umdenken führt? Und das wäre Umsetzung von konkreter Utopie. Interessant, dass Sie den Bauernkrieg jetzt nennen. Der wird uns sicher gleich nochmal beschäftigen, auch in der Musik von Herrn Schwer. Das ist eine konkrete Utopie für Sie gewesen. Also das Bedürfnis nach einem Gegenmodell war klar bei den Bauern. Sie haben sich gegen die eigene Knechtschaft und gegen eine ungerechte, sie auspressende Herrschaft erhoben, haben sich bewaffnet, haben Haufen gebildet. Das Gaias schwarze Haufen wird uns nachher gleich noch hier beschäftigen im Bloch-Zentrum. Und das Interessante ist aber doch, dieser Aufstand ist gescheitert. Ja, es ist eigentlich alles gescheitert bisher, oder? Und das Besondere der Blochschen Philosophie ist auch nicht so, dass er sagt, wir werden, das ist das, was ich ausdrücken wollte mit, wir gehen nicht linear einer guten Hoffnung entgegen, sondern wenn Sie sich einfach nur mal sein eigenes Leben anschauen, dann ist es eine Enttäuschung nach der anderen ja auch. Aber es bleibt doch etwas, es bleibt etwas, das sagt, es könnte trotzdem anders sein, wenn wir diese Verantwortung übernehmen. Bloch sagt, das gilt für die Menschen, die vom Dunkeln zum Hellen streben. Wenn sie es nicht machen, dann kann es natürlich auch daneben gehen. Das ist eine fast schon dialektische Pointe, dass Sie den Philosophen der Hoffnung, wie man ja Ernst Bloch ganz simpel bezeichnen könnte, jetzt als einen Philosophen darstellen, der aufgrund seiner eigenen Biografie natürlich mit Enttäuschungen gesättigt ist, auch vor vielen Gefahren stand, ins Exil gehen musste und etc. Eigentlich ein Philosoph ist, der mit Enttäuschungen umgeht und daraus Hoffnung als ein Trotzdem. Das haben Sie gerade nicht sehr stark betont, das Wort, aber es war auffällig, dass es eigentlich ein Trotzdem ist, das im Mittelpunkt steht. Genau. Hoffnung ist nicht Zuversicht. So nennt Bloch es. Ne? Sagt er in der Tübinger, in seinem Vortrag, wenn er nach Tübingen kommt,
dann wird er natürlich angegriffen, weil es genügend Konservative gibt, die sagen, hier, deine ganze Hoffnung, DDR ist ja wohl gescheitert, deine ganzen Sozialismusträume sind gescheitert, also ist nichts mit Prinzip Hoffnung. Und Bloch entgegnet, ich werde auch hier weiter kritisch denken, ich werde auch hier weiter sagen, hier läuft einiges nicht richtig, aber Hoffnung ist nicht Zuversicht, sondern was ich beleben muss, dann bleibe ich bei diesem Märchensatz, vergiss das Beste nicht, ist das, was an Träumen drin war und was immer noch offen ist, was immer noch, auch wenn es jetzt in einer konkreten Umsetzung gescheitert ist, das hat er eigentlich schon bei seiner ersten Vorlesung in der DDR merken dürfen, da gab es gleich Ärger. Die Träume, die er hatte, die sind ja noch lebendig. Mich erinnert das immer an eine Veranstaltung, die ich mal mit Carola Bloch hatte, so um 89 rum, dann haben so junge Leute gesagt, ja, aber das mit der Utopie hat sich doch erledigt. Und Carola Bloch hat gesagt, wie schade für sie. Und das, finde ich, ist der wichtige Satz zu erkennen. An der Utopie hat sich nichts verändert, sondern an dem, was wir eigentlich damit machen und was wir daraus nehmen wollen. Wenn das trotzdem und die Enttäuschung aber doch irgendwie im Zentrum auch stehen, heißt das dann, dass die konkreten Utopien, die sich an den tatsächlichen realisierbaren Möglichkeiten orientieren, etwas sind, die man diesen Enttäuschungen und dem Scheitern letztlich abtrotzt oder vielleicht sogar abtrotzen muss? Ist das ein Ursprung von konkreten Utopien folgerichtig dann? Man muss, ich weiß nicht, ob es die richtigen Worte sind, man muss den Überschuss erkennen, den Vorschein, der da drin ist, das, was eben noch nicht wirklich geworden ist, aber doch erkennbar geworden ist. Ich nehme mal ein Beispiel, weil das, ich bin keine Musikwissenschaftlerin, darum mögen die Musiker meinen wirklich laienhaften Kommentar entschuldigen. Für Bloch ist die Zauberflöte unheimlich wichtig. Und das ist ja das Turandot-Motiv, was er hier aufgreift. Und am Ende, das ist ja irgendwie eigentlich total tragisch, die Frau, die schon glaubt, sie hat ihren Mann verloren, fast schon bereit ist für den Selbstmord. Und dann gehen die beiden gemeinsam, also manchmal gibt es ja auch bei Bloch doch so nicht so frauenfeindliche Tendenzen, sie gehen gemeinsam, bestehen diese Probe und machen deutlich, da ist etwas, was wir zusammen erreichen können, da ist etwas, was wir verwirklichen können und da erlebe ich Zukunft und das ist seine konkrete Utopie zum Beispiel, die für ihn in diesem Motiv erlebbar wird. Konkret Hoffnung hat Bloch dann eigentlich an Beethovens Fidelio exemplifiziert. Das ist, glaube ich, das bekannteste Beispiel, das wir vielleicht noch kurz streifen sollten. Und zwar geht es um das Trompetensignal in der Oper Fidelio, die ja als Freiheits- oder als Befreiungsoper oft genannt wird. Die Geschichte ist, Florestan ist eingekerkert, seine Frau Leonore schafft es, ihn da rauszuhauen. Mit etwas List und etwas Verrat kriegt sie den Kerkermeister Pizarro dazu. Und als das klar ist, kommt das Trompetensignal. Wie hat Bloch dies insgesamt dann gedeutet? So wie es Musikwissenschaftler nicht deuten, kann man von Anfang an sagen. Für ihn ist es das Trompetensignal das Signal der Marseillaise, der Freiheit, die noch nicht da ist, der Revolution, die es geben wird. Und im Signal drückt sich diese Freiheit aus. Das ist eigentlich kurz gefasst. Und er hat diese Oper geliebt und darum wird sie immer wieder als Beispiel herangezogen. Und dann, wenn er dieses, er hat es auch selber nachgespielt, ich glaube, das Bloch-Zentrum hat noch Filme, da kann man das hören, wie er selber sich ans Klavier setzt und das macht. Und das ist für ihn, hier bricht dieser Gedanke von Freiheit und der Möglichkeit, diese Freiheit zu verwirklichen, aus. Ohne dass jetzt Herr Schwinning wird es Ihnen musikwissenschaftlich erklären, ich erkläre es Ihnen jetzt nur, das traue ich mich heute nicht, nur an diesem Freiheitsgedanken, dass eben die Trompeten deutlich machen, in dem richtigen Moment, in dem dieses Signal ertönt, ist klar, da ist noch etwas, da kommt noch etwas und da lässt sich noch etwas verändern. Freiheit, Rettung, singt der Schlusschor dann im Fidelio. Genau. Und so zweigeteilt ist ja eigentlich auch diese
Befreiung. Also erstmal geht es ja um Rettung aus der Kerkerhaft. Da könnte man sagen, dass die Autonomie des Menschen verwirklicht. Leonore hat es geschafft, Florestan ist raus aus dem Kerker, Selbstbefreiung, Juche, die Oper könnte eigentlich enden in dem Moment. Jetzt geht es ja aber noch einen Tick weiter. Weil es ja nicht nur um den Einzelnen geht. Mhm. Kommt der Minister, sozusagen das ZK der SED, und sagt, wir haben es auch kapiert. Mhm. Wir wollen die Freiheit aller, und dann erst singt der Chor seinen berühmten Schluss. Das ist doch eigentlich merkwürdig, dass Bloch gerade den Auftritt der Autorität mit deren Einsicht dann nochmal gefeiert hat. Ihm müsste doch eigentlich diese Selbstbefreiung als konkrete Utopie vollendet genügt haben, dachte ich immer. Erinnert mich an einen Text, den ich mal geschrieben habe, zur Bedeutung von Recht bei Bloch. Also für Bloch ist das kein Gegensatz, Freiheit und Recht, sondern es gehört zusammen. Und ich denke, darin finden Sie den Grund, dass es für ihn wichtig ist. Also es geht nicht alleine um ein anarchisches Aufbrechen der Einzelnen, sondern es geht auch darum, dass die Rechtsstrukturen geschaffen werden. Und darum kommt er zu einem solchen Ende. Und eigentlich um die gesellschaftliche Befreiung. Das ist dann die Pointe. Ja, die gesellschaftliche Befreiung, aber eben eine, die eben nicht so in jedes Individuum befreit sich, sondern eben auch mit den passenden rechtlichen Strukturen. Also sein Aussatz heißt ja Freiheit und Ordnung. Und ich wurde mal gebeten, darüber zu schreiben, und die Herausgeber haben immer wieder gesagt, ja, es heißt bestimmt Freiheit oder Ordnung. Und ich habe gesagt, nein, es heißt Freiheit und Ordnung. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Gleiche, was Sie am Ende des Fidelius finden, Freiheit und Ordnung, oder das, was Sie am Schluss gesagt haben, in der handelnde, überschreitende Mensch, in Demokratie. Das sind die Strukturen, die für ihn wichtig sind, um tatsächlich zu etwas Neuem zu kommen. Am Anfang steht dennoch hier ein Ehepaar, das sich mit dieser Ordnung nicht abfindet, das in den Widerspruch tritt zu dieser Ordnung. Mhm. Und das, Herr Schwer, würde ich jetzt gerne als Überleitung zu einem Gespräch mit Ihnen verwenden. Dieses Widersprechen, weil das in Ihren Textfragmenten auch drin ist. Und wenn ich Sie bitten darf, einmal kurz zu uns auf die Bühne zu kommen, zum Mikrofon, dann können wir uns darüber unterhalten, wie dieses Widersprechen im Verhältnis zur Ordnung steht in dem Musikstück, das Sie jetzt auch komponiert haben, als Uraufführung für diese erste Biennale der neuen Musik. Cornelius Schwer ist der Komponist der Uraufführung. Wir haben das Glück, ihn zu befragen. Einen herzlichen Applaus. Sie sind Schüler von Klaus Huber, schicke ich kurz voran, sind von Helmut Lachenmann beeinflusst, waren, glaube ich, bis zum vergangenen Jahr selbst Professor für Musiktheorie in Freiburg und auch für Filmmusik. Haben selber auch Filme? Und für Komposition. Und für Komposition. Haben also Kompositionen für Filme auch geschrieben, bis hin zum Tatort. Es gibt einen Film, Die Zeit der Kannibalen, der ist recht bekannt geworden. Dazu stammt die Musik von Ihnen. Sie haben auch für den Sender, für den ich arbeite, den SWR, sehr viele Hörspielmusiken geschrieben. Großartige Dinge sind dabei. Mit viel Vergnügen. Haben wir das gehört, genau. Und wir hören jetzt gleich die Uraufführung. Die hat einen klaren Bloch-Bezug, der erstmal darin entsteht, dass Sie Textfragmente von Bloch gesucht und gefunden haben. Es sind offenbar vornehmlich Interview-Ausschnitte. Und die erste Frage ist ganz klar, Herr Schwer, was für Textfragmente sind das, die Sie zur Grundlage Ihrer Musik gemacht haben? Also es sind zum einen Interview-Ausschnitte aus einem Interview, was er in Kanada gegeben hat, im kanadischen Rundfunk, nicht beim SWR. Da war er im Fernsehen meistens. Hat keinen Grund. Und es sind sechs kurze Sätze da in dem Kontext, und es sind drei Zitate aus einem Vortrag, unsere Enkel fechten es besser aus, Hegel als Novum. Einem Vortrag, den er in Tübingen gehalten hat, wenn ich richtig weiß. Ja. Also es schließt direkt an das, was Frau Vidal gesagt hat. Als hätten das wir es sehr geplant. Gefreut, dass ich das gehört habe. Ja. Haben wir nicht geplant, muss man dazu sagen. Das hat sich wirklich so ergeben gerade. Die Enkel fechten es besser aus. Ich weiß,
dass Sie immer gerne Bloch gelesen haben, viel Bloch gelesen haben, Herr Schwer. Was fasziniert Sie denn an der Lektüre von Bloch so sehr? Oh, das ist schwer zu beantworten, aber ich versuche es mal auf alle Fälle. Aber jetzt nur ganz kurz einen kleinen Bogen noch, weil sehr vieles nicht geplant ist. Und das freut mich sehr, weil als ich den Auftrag bekommen habe, vom Klangforum Heidelberg ein Stück zu schreiben für die drei Singstimme, Bratsche und Klavier für das Ernst-Bluch-Zentrum, ist mir freigestanden, was ich mache. Und ich musste auch keine Bluch-Texte nehmen. Ich hätte auch was anderes nehmen können. Und ich habe auch lang probiert in alle möglichen Richtungen und bin dann halt bei Bluch gelandet, weil mir das am treffendsten schien, um in relativ kurzer Zeit irgendwas zum Ausdruck zu bringen, muss man so zu sagen. Und ich habe auch nicht gewusst, dass Eisler noch gespielt wird. Und nichts ist mir lieber, als dass noch Eisler gespielt wird. Was auch jetzt ein Zufall war für mich, weil das habe ich jetzt vor 2 oder 3 Tagen erfahren. Und ich habe gedacht, na so ein Glück, dass auch noch Eisler gespielt wird. Es hat zu tun damit, was mich bei Bloch immer fasziniert hat, ist, dass so eine merkwürdige, ich sage es mal ganz ungeschützt, eine merkwürdig unreine Philosophie betreibt. Wenn man es mit Hegel vergleicht oder mit sowas, der immer sehr, sehr präzise und steril, sage ich mal, ich verehre das sehr, aber operiert, habe ich beim Bloch immer das Gefühl gehabt, da schwimmen immer dann noch, da schwimmt so das Leben rein, ja, und schwappt das so drüber und das ist das, was mich da immer fasziniert hat, und wieso ich so seit früher Zeit, seit der Schulzeit, Bloch immer wieder gelesen habe, mit Abstand, dann das Prinzip Hoffnung natürlich, dann die Sachen, die er über Musik schreibt, die Spuren, die Einführung in die Philosophie und was es da gibt. Und immer mit großem Vergnügen, weil ich finde, da ist so im Kern immer wieder, unsere Enkel fechten es besser aus, nicht? Das ist ein Lied, auf das er sich bezieht. Er meint, es ist ein Bauernkrieg, das ist nicht aus dem Bauernkrieg, aber ich tue trotzdem so, als wäre es aus dem Bauernkrieg. Da ist ein Gedanke, der lebt. Der hat das gedankliche Potenzial, Gedanke zu sein, und gleichzeitig lebt der. Und das ist was mich einfach immer fasziniert hat. Deswegen habe ich den Bloch genommen. Dann doch bin ich wieder beim Bloch gelandet. Und das ist, wir sind, um das gleich noch anzuschließen, jetzt bin ich gleich fertig, das wir sind, das hat so zwei Quellen. Das eine Quelle, auf die, das sage ich immer, das heißt, wir sind des Geiers schwarzer Haufen. Aber das stimmt nicht. Das andere ist, ich bin, aber ich habe mich nicht. Darum werden wir erst. Und dann können wir ja weitermachen. Wir sind, und dann können wir ja, wenn wir geworden sind, ne? Wir sind, aber wir kennen uns nicht. Also, das lasse ich jetzt bleiben. Aber das wäre so die Fortsetzung da auch noch an diesem Gedanken, der mich immer sehr, sehr fasziniert hat. Bei diesem Ich bin, aber ich habe mich nicht. Sie haben es ja quasi in Blochscher, verzeihen, Frau Wieder. Was Sie gesagt haben, dass es nicht ist wie Hegel, das hat ihm Brecht ja mal vorgeworfen und hat gesagt, Sie müssen den Bratenrock der Philosophie anziehen, also dieses alte konservative Kleidungsstück. Und Bloch hat geantwortet, dass solange die Kunst von Brecht philosophisch ist, kann eben seine Philosophie literarisch sein. Und ich glaube, das ist das Besondere, was man eben, das ist das, was ich am Anfang mit der Ästhetik meinte, was man herausheben sollte, dass er eben nicht diesen trockenen philosophischen Stil hat, sondern eben auch seine Philosophie komponiert. Ja. Und mit diesem Gestus haut er dann buchstäblich auch einfach Sätze raus, die sehr kraftvoll sind, wie die jetzt schon zitiert wurden, also auch der für Sie ein Ausgangspunkt für Ihren Titel dieses Stücks war, Wir sind, da denken Sie Bloch weiter, und in guter Blochscher Manier malen Sie es aber nicht aus, sondern Sie lassen es offen, wir dürfen es weiterdenken sozusagen. Und dann findet sich aber in den Textfragmenten, die Sie benutzt haben, auch so ein Satz, den Bloch
ich sage das jetzt so salopp, mal rausgehauen hat. Nämlich widersprechen, damit der Weltprozess im Gang bleibt. Das ist so ein Satz, mit dem kann man die Kneipe verlassen und dann reden alle anderen noch stundenlang drüber, was man damit gemeint hat. Also, die widersprechen, damit der Weltprozess in Gang bleibt, weil etwas nicht in Ordnung ist. So geht es weiter. Kommen wir auf die Ordnung zurück und den Widerspruch zur Ordnung. Ich hatte den Eindruck, als ich jetzt das Textfragment gelesen habe, Herr Schwer, dass das der zentrale Satz war darin. Vor allem, weil Sie auch das Bauernkriegsmotiv genommen haben mit des Gaius Schwarzer Haufen, haben Sie gerade genannt. Die haben widersprochen, weil etwas nicht in Ordnung ist, damit der Weltprozess in Gang bleibt. Kommt man damit in den Kern auch Ihrer Komposition? Wenn man, das würde mich sehr freuen, ja. Aber der Gedanke ist mir sehr nahe, natürlich, weil das tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Kern vom Ganzen ist, das Widersprechen, weil etwas nicht in Ordnung ist, damit der Weltprozess in Gang bleibt. Und das hat ja nicht die falsche Utopie, wir machen das ein bisschen und dann ist irgendwann alles heil, sondern wir können machen, solange wir wollen, heil ist nie, aber wir müssen das im Laufen halten, damit es besser wird. Nicht dieses Moment, was mich beim Blocher immer sehr fasziniert, der hat ja keine Heilsversprechungen gegeben, wir machen da eine Paradies draus, sondern unsere Enkel fechten es besser aus und die Enkel haben auch wieder Enkel und die haben auch wieder Enkel und die müssen alle gucken, dass es am Laufen bleibt und dass sie es besser draus machen. Und warum haben Sie in dem Zusammenhang das Bauernkriegsmotiv genommen? Sie haben vorhin geschildert, es stand Ihnen ja völlig frei und Sie sind auf diesen Satz gekommen, wir sind des Gaius Schwarzer Haufen und so weiter, Bauernkriegsmotiv und daraus haben Sie jetzt Ihr Musikstück gemacht. Weil mir das naheliegend schien, auch aus dem Grund, ich weiß nicht, wer das nachher überhaupt hört, gell? Aber weil mir das naheliegend schien, auch aus dem Grund, dass meine Nähe zu Bloch auch daher rührt, dass er die Sachen immer mischt. Also er mochte ja auch den Hans Eisler sehr gerne und er mochte den Kurt Weill mehr oder weniger, vor mir nicht auszuführen. Aber das sind alles Dinge, die und Kollegen und Komponisten, die eines gemacht haben, nämlich die Musik aufgebrochen, Sachen reingelassen, die von außen kommen, aus der sogenannten Unterhaltungsmusik oder aus dem Gebrauchsmusik oder aus dem aus der Volksmusik oder wie immer auch her und diese Brechungen, die da drin sind, die haben sehr viel, meinem Verständnis nach, mit dem zu tun, wie Bloch arbeitet. Deswegen dieses Lied, was gar nicht aus dem Bauernkrieg stammt. Das ist ein romantisches Lied. Aber das macht ja nichts, weil es geht ja nicht darum, was ist, sondern es geht darum, wie man das liest und für was das steht. Genau. Jetzt hat nicht nur Bloch Eisler sehr gemocht, sondern Sie mögen Eisler auch sehr gerne, das haben Sie vorhin schon angedeutet, das ist ein wichtiger Komponist für Sie und weil wir jetzt nachher ja auch noch Eisler hören, würde ich da gerne noch verstehen, was Sie an dem Verfahren von Eisler schätzen. Ist es das Politische und das Historische in einer Musik konkret zu machen, also bis hin in die Musiksprache oder ist es die Sprache, der Umgang mit Sprache bei Eisler, wo die Sprache oft auch schon das Musikstück strukturiert, in der Dreigroschenoper und überhaupt, sagen wir mal, das berühmteste Beispiel, die DDR-Hymne, ja, wo die auch davon strukturiert wird, von der Sprache, ja, sehr tricky komponiert, auch sehr tricky gedichtet natürlich von Johannes R. Becher, weil man es auf die westdeutsche Hymne auch singen konnte. Ja. Ein unglaublicher Trick, den die beiden da angewandt haben. Aber die Sprache hat damit auch das Musikstück strukturiert. Ist das so ein Gestaltungsprinzip von Eisler, das für Sie auch von Bedeutung ist? Ja, das eine ist die Nähe zur Sprache, was mich sehr fasziniert bei Eisler.
dass er sie auch reinlässt und dass er sie auf einem sehr hohen Niveau behandelt. Nicht einfach mit sie verwendet, sondern sie quasi gleichbedeutend hat. Und wenn man dann die Mutter hört oder sowas, diese Musiken zu Brecht-Stücken, dann kriegt man das ganz unmittelbar mit. Das ist das eine, und das ist das andere bei Eisler. Wie gesagt, dass er die Musik auf eine Weise, ich sag mal, schmutzig gemacht hat. Ja, also die Reinheit, die diese bei aller Hochachtung noch bei seinem Lehrer, bei Schönberg hat, dem das gegraust haben muss, wenn da plötzlich irgendwelche Sachen reinkommen, die von außen reinwehen, sozusagen, wie ein Coca-Cola-Becher und nicht plattgetreten werden, sondern einfach bleiben, wie sie sind, mit einem Mal. Sowas, das ist irgendwas sehr Berührendes beim Hans Eisler. Und ist ein großer Komponist, das ist auch noch was. Also der kann einfach was. Und das ist was sehr Beeindruckendes für mich. Weil es gibt auch Kollegen, die machen das, da ist anders. Und er hat einfach eine handwerkliche Fertigkeit, das ist klasse. Und der Sprechgesang, wir werden jetzt gleich so etwas wie einen Sprechgesang hören. Also die Sprache als Sprache mit einem Rhythmus, mit einer Sprachmelodie und eine Musikmelodie, also das kombiniert sich und das geht von der Sprache auch aus in dem Stück, das wir jetzt hören. Das ja. Dann machen wir das jetzt einfach und hören da mal zu. Ich weiß nicht, das machen wir wahrscheinlich von unten, da hören wir es besser. Ja. Und dann bitte ich jetzt Marc Reichow, Kirstin Maria Pientka, Viola und Stefanie Wüst Gesang zur Uraufführung von Cornelius Schwer, Wir sind. Wir sind. Thank you.
das Nichts ist nicht identisch mit dem Nicht. Staunen ist die Mutter des Fragens. Gesungen werden, das mir immer noch durch den Sinn geht, das ich schon oft nachgesungen habe, das alte Lied, das die geschlagenen Bauern sangen, als das alte Elend vermehrt und ein neues über sie hereinbrach. Utopie ist eine Funktion der Materie. Wie komme ich eigentlich zu mir? Willkommen zum zweiten Teil dieser Matinee, dieses Symposium im Ernst-Bloch-Zentrum, konkrete Utopien mit und nach Ernst Bloch. Wir hören jetzt einen Vortrag über das Verhältnis von Ernst Bloch zur musikalischen Avantgarde, jeweils seiner Zeit natürlich. Dr. Reinke Schwinning wird uns das erläutern. Er ist Wissenschaftler am Lehrstuhl für historische Musikwissenschaft an der Universität in Siegen und Mitglied im Präsidium der Ernst-Bloch-Gesellschaft. Um Sie vorab kurz kennenzulernen, Herr Schwinning, dann muss ich nicht falsch schlau sein und Sie können die Geschichte viel besser selber erzählen oder den Hintergrund. Was hat Sie denn als Philosoph und Musikwissenschaftler, Sie haben beides studiert, auch parallel studiert, was hat Sie denn in dieser Situation zu Ernst Bloch geführt? Ja, tatsächlich habe ich ganz klassisch auf Lehramt studiert, Musik und Philosophie, und irgendwann hatte dann im Philosophiestudium auch eigentlich eine sehr analytische Sozialisation und mich hauptsächlich mit Quine und Putnam und allen möglichen beschäftigt und mit Bloch eigentlich, also kannte ich vom Namen her, aber eigentlich nie viel mit zu tun gehabt. Und irgendwann zitierte mich dann mein damaliger Professor für Musikwissenschaft zu sich sozusagen. Ich habe noch überlegt, oh je, was habe ich angestellt? Und fragte mich, weil er über Ernst Bloch gestolpert wäre, bei seinen Arbeiten zu Ernst Krenek unter anderem. Er bräuchte jemanden, der sowohl philosophisch als auch musikwissenschaftlich belesen oder bewandert ist. Und wollte er einfach mal nachfragen. Und daraus entsponnen sich dann eine Zusammenarbeit. Ich habe meine Dissertation dann über Ernst Bloch und Musik oder Ernst Blochs Philosophie der Musik geschrieben. Und im Jahr 2014 haben wir dann hier zusammen mit Frau Vidal ein ganzes Symposium veranstaltet, das sich zum ersten und ich glaube bisher auch zum einzigen Mal wirklich mit Ernst Bloch und Musik beschäftigt hat. Und daraus ist ja auch der schöne Sammelband entstanden, den wir hier eben gesehen haben. Und das war im Prinzip so eine Initialzündung, die das Thema vielleicht
hoffentlich ein bisschen nach vorne gebracht hat. Was mich daran, vielleicht eine ganz kurze Nachfrage noch vor Ihrem Vortrag, jetzt doch irgendwie ein bisschen frappiert ist, mit Ernst Bloch hatte ich da erstmal nichts zu tun, haben Sie gesagt. Das scheint oft so zu sein bei Philosophen inzwischen. Kulturwissenschaftler, Literaturwissenschaftler, Kunstwissenschaftler, Bildwissenschaftler, also ganz viele Wissenschaften referieren immer wieder auf Ernst Bloch, beziehen sich auf ihn, schlachten ihn gewissermaßen aus. Bei den Philosophen begegnet er einem, wenn der Musikwissenschaftler kommt, nicht? Haben Sie eine Erklärung? Ja, das ist eine wirklich interessante Frage. Ich glaube, es hängt sehr davon ab, wie die jeweilige Fakultät geprägt ist. In meinem Fall war es halt tatsächlich einfach, gab es eine sehr starke Professur in der analytischen, aus der analytischen Richtung. Und da hat Bloch es dann nun mal schwer, sage ich jetzt einfach mal so. Und nimmt dann weniger Platz ein, ja. Dann hören wir jetzt Blochs Verhältnis zur musikalischen Avantgarde und was alles in diesem Thema drinsteckt. Ich freue mich auf Ihren Vortrag, Herr Schwinning. Gerne. Ja, auch einfach nochmal vielen Dank für die kurze Vorstellung. Vielen Dank an Frau Amodeo für die Einladung. Ich freue mich wie Francesca Vidal sehr, nach etwas längerer Zeit wieder hier zu sein, vor Menschen zu sprechen, die nicht an einem Bildschirm sind. Und ich hoffe, es wird gut. Gestern Abend kam hierher der Flügel. Die vielen alten Noten spielte Verdi, Mahler, Mahagoni, Bach. Alles fiel noch dazu, was immer noch in den Fingern sitzt, wurde ganz betäubt und betrunken vor Musik. Dieses Zitat aus einem Brief Ernst Blochs aus dem Mai 1930 an seine spätere Frau, Karola Piotrkowska, sagt so einiges über das Verhältnis des Philosophen von Utopie und Hoffnung zur Musik aus. Zunächst das Offensichtliche. Bloch war selbst leidenschaftlicher Musiker. Über das Augenscheinliche hinaus ist an dem Zitat jedoch vor allem interessant, was es uns über Blochs Musikgeschmack verrät. Verdi, Mahler, Mahagoni, Bach. Zwar wissen wir nicht, welche Werke genau auf dem Notenpult lagen, doch bekommen wir den Eindruck einer gewissen Vielfalt. Von Verdi, Ikone der italienischen romantischen Oper, zum großen österreichischen Sinfoniker Mahler, von der barocken Polyphonie Bachs zu den Songs von Kurt Weill. Zugleich steht diese kurze Liste Pate für einen bemerkenswerten Umstand, so wie sich einzig Weill hier als Vertreter der Weimarer musikalischen Avantgarde wiederfindet, so befasste sich Bloch auch in seinem schriftstellerischen Oeuvre nur in eher geringem Maße explizit mit den modernen Musikströmungen der jeweiligen Zeit. Erstaunlich ist dies aus zweierlei Gründen. Zum einen war Bloch mit zahlreichen der progressiven Kulturschaffenden, Kritikern, Ästhetikern, Theoretikern bekannt und befreundet, nahm am kulturellen Leben teil, war selbst Teil der Speerspitze der Avantgarde. Zum Zweiten ist Musik eine der erkenntnistheoretischen Säulen seiner eigenen Philosophie von Utopie und Hoffnung, genau genommen eine zukünftige Musik von bisher unerreichter Expressivität. Das haben wir von Francesca Vidal schon gehört. Was wäre also von ihm zu erwarten, wenn nicht das akribische Abtasten zeitgenössischer musikalischer Strömungen nach Anzeichen dieser kommenden Musik? Eben hier liegt, wie mein sehr geschätzter Kollege Joachim Lucchesi gern in Erinnerung ruft, eines der großen Desiderate in der Erforschung von Blochs musikbezogenem Schaffen. Warum, ganz überspitzt gefragt, endet Blochs musikschriftstellerischer Horizont bei Wagner? Diese Frage ist, wie die meisten Fragen Blochs Werk betreffend, nicht leicht zu beantworten. Es ist ein Vorhaben, das biografische und philologische Arbeit gleichermaßen erfordert und in seinem vollen Umfang die Möglichkeiten des eher kleinen Zweiges der Forschung zu Blochs Musikschrifttum bisher wohl übersteigt. Es ist also kleinschrittige Detailarbeit angesagt. Heute möchte ich ein paar Schlaglichter auf einige Aspekte von Blochs komplexen Verhältnis zur musikalischen Avantgarde werfen. Blochs Verhältnis zur Musik ist gewissermaßen ein dreifaches. Erstens als Praktiker, zweitens als leidenschaftlicher und durchaus kundiger Rezipient sowie Insider der Kulturszene, drittens als Schriftsteller. Über Bloch als Musiker ist gesagt, was
gut zu belegen ist. Bloch spielte begeistert, aber laienhaft Klavier, doch weder über seine pianistische Ausbildung noch über den Grad seiner Fähigkeiten gibt es tiefergehende Auskunft. Blochs Musikbegeisterung und Kenntnisse als Zuhörer hingegen wurden reichlich belegt. Seit seiner Jugend in Ludwigshafen besuchte er Konzerte und Musiktheateraufführungen. Gern zitiert wird etwa sein Bericht über den Besuch der Götterdämmerung mit 13 Jahren. Zitat: Ich verstand kein Wort und die Musik war derart laut, dass sie mich abstieß. Kurz und gut, es war entsetzlich. 6 Stunden hat das Ganze gedauert. Zitat Ende. Trotzdem blieb Bloch der Musik, vor allem dem Musiktheater, treu und war zeitlebens regelmäßiger Konzertgänger. Den Höhepunkt erreichte seine Teilhabe am musikkulturellen Leben im pulsierenden Berlin der 1920er Jahre, wo er mit Größen der Kulturszene wie Kurt Weill, Lothar Lenya, Hans Eisler, Otto Klemperer, Theodor W. Adorno und vielen weiteren verkehrte. Bloch mischte sich in den ästhetischen Diskurs ein, wobei er sich, wie Lucchesi es formuliert, in den erbitterten Grabenkämpfen zwischen Avantgarde und Reaktion in vorderster Reihe sich stehen sah. Tatsächlich engagierte Bloch sich für eines der herausragenden Projekte der Berliner musikalischen Moderne, die Krolloper im Tiergarten, die Ende der 1920er Jahre unter der Leitung von Klemperer dazu antrat, zeitgenössische Musik ebenso wie modern inszenierte Klassiker für ein breites Klientel zugänglich zu machen. Bloch wohnte Proben und Konzerten bei, stand in Austausch mit Klemperer und dem Dramaturgen Curiel und wurde auch als Autor für das Haus tätig. So schrieb er für die Blätter der Staatsoper unter anderem die Programmschrift zur Eröffnungspremiere mit Fidelio am 19.11.1927, beginnend mit dem berühmten Blochschen Diktum »Nirgends brennen wir genauer«. In seinem Kampf mit der Feder für die Avantgarde widmete sich Bloch also nicht unmittelbar seinen Zeitgenossen. Auf dem Programm standen oder hätten 1928 etwa Strawinsky, Hindemith oder auch Krenek zur Verfügung gestanden. Dennoch war sein Anliegen modern. Er hebt im Fidelio-Aufsatz Topos und Musik der Befreiungsoper in die Gegenwart des politisch wie ideologisch heiß umkämpften Deutschlands der 1920er Jahre. Wurde eben auch schon angesprochen hier, das passende Zitat sozusagen. Fidelio steht im Zusammenhang der Rettungsopern, deren es zu seiner Zeit manche gab. Der Bastillensturm hallte nach. Doch in Fidelio hallt er nicht bloß nach, sondern Beethovens Musik hat Revolution schlechthin als Handlungsraum. Welch ungeheure Gründe klingen erst im Trompetensignal mit, in diesem seinem Augenblick, ganz hohe Zeit, gerufen, vermittelt, im Letzten unvermittelt, wie pure Gnade und Ankunft Gottes. Der Schall der letzten Posaune, der verwandelt im Augenblick, dem Pizarro lauter Dies Irae, den geretteten Tuba Miram Spargens Sonum. Dieses Signal ist ein Morgenrot, dessen Tag noch nicht gekommen ist. Im Abglanz des Fidelio ist er mit am genauesten verborgen. Indem Bloch nonchalant die christliche Endzeitmystik des Dies Irae mit der romantischen Hoffnungschiffre des Morgenrots verknüpft, spricht Bloch dem Werk eine geradezu transzendental utopische Aktualität zu. Aus welcher Epoche die Musik stammt, scheint unwichtig. Es zählt nur ihr einzigartiges Vermögen, gerechte Revolution und das Kommen einer besseren Welt spürbar werden zu lassen. Und damit sind wir bereits bei Blochs Verhältnis zur Musik als Schriftsteller. Denn auch wenn er Klavierspieler, enthusiastischer Musikhörer und aktiver Verfechter des Fortschritts war, ist er doch in erster Linie bekannt als Philosoph und Urheber eminenter Werke wie Geist der Utopie und Prinzip Hoffnung. Bei seiner innigen Beziehung zur Musik ist es allerdings nicht verwunderlich, dass er sich ihr auch in seinen Schriften zuwandte. So weist sein Empfindbuch des Ernst-Bloch-Archivs hier oben katalogisierte Schaffen mindestens 70 Aufsätze zu musikalischen Themen auf. In zahlreichen dieser Beiträge schrieb er über Musik, es sind Essays und Rezensionen zu Werken und Aufführungen, erschienen in den einschlägigen Zeitschriften des Kulturlebens. Darüber hinaus ist Musik jedoch integraler Bestandteil, wie wir eben schon gehört haben, seiner Philosophie, was sich nicht zuletzt darin widerspiegelt, dass eine umfassende Philosophie der Musik mehr als ein Drittel der Seiten seines frühen Hauptwerks Geist der Utopie beansprucht. Bloch ist sowohl Musikschriftsteller und Musikkritiker als auch Musikphilosoph. Blochs Schriften über Musik kreisen vor allem um 2 Gravitationszentren, Beethoven und Wagner.
Über den Tellerrand der Romantik blickte er eher selten hinaus. Auffällige Ausnahmen sind hier neben Strawinsky und Franz Lehár vor allem seine Freunde Kurt Weill und Hans Eisler. Weills Bühnenwerke, vor allem die Drei-Groschen-Oper, werden von Bloch ob ihrer mutmaßlichen, utopisch-revolutionären Schlagkraft gelobt. Verborgen unter dem popularmusikalischen Mäntelchen des Songstils, vermutete Bloch, habe Weill die zugrunde liegende Ideologie subversiv unter das einfache Volk gebracht. Mit Eisler arbeitete Bloch sogar zusammen. In zwei gemeinsamen Artikeln in der Neuen Weltbühne stellten sie sich in der sogenannten Expressionismus, später sogenannten Expressionismus-Debatte, Lukács entgegen, welcher der künstlerischen Avantgarde als vermeintlich dekadenter und redundanter Abwendung von der Tradition eine Absage erteilt hatte. Eisler und Bloch hingegen konstatierten eine wechselseitige Abhängigkeit von Avantgarde-Kunst und Volksfront, so auch der Titel eines der Aufsätze. Findet sich diese enge und doch ambivalente, dieses enge und doch ambivalente Verhältnis zur Avantgarde-Bewegung der Moderne auch in seiner Musikphilosophie wieder? Nein und ja. Zunächst ist Nein. Dominiert werden auch Blochs musikphilosophische Texte von Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, Klassikern und Romantikern des bürgerlichen Kanons. Um aber die volle Bedeutung der Avantgarde für Blochs Musikphilosophie zu verstehen, müssen wir zuerst die Bedeutung der Musikphilosophie für Blochs Philosophie insgesamt ergründen. Das Fundament des gesamten Blochschen Musikschrifttums ist das bereits erwähnte Kapitel Philosophie der Musik in seinem frühen Hauptwerk Geist der Utopie. Alles spätere musikbezogene Schaffen baut darauf auf. Blochs Musikphilosophie ist aufs Engste mit seiner Epistemologie verflochten, auf der sich wiederum sein Utopismus begründet. Hier ein Versuch von Blochs Erkenntnistheorie aus Geist der Utopie in a nutshell, wie man heute so sagen würde. Erstens, alle Materie ist in einem Zustand der Unabgeschlossenheit, in jedem gegenwärtigen Zustand sind aber sämtliche vergangenen und zukünftigen Zustände ebenfalls enthalten. Zweitens, durch Erkenntnis des eigenen gegenwärtigen Zustands, die Selbstbegegnung, wäre es dem Menschen daher möglich, einen Ausblick auf zukünftige Zustände der Welt zu erlangen, der Keim der Utopie. Drittens, da der gegenwärtige Augenblick jedoch stets im Moment der Beobachtung bereits schon wieder verflogen ist, ist seine Erkenntnis unmöglich, ein Phänomen, das Bloch Dunkel des gelebten Augenblicks nennt. Durch Tagträume und Künste kann sich diesem Dunkel aber angenähert werden. Wir haben schon schöne Begriffe auch dafür gehört, wie diese Aura des Dunkels, ne? Also eine Annäherung an diesen eigentlich unmöglich zu erfassenden Augenblick. Nun kommt aber viertens, nur Musik von besonderer Beschaffenheit rückt dank ihrer perzeptorischen Unmittelbarkeit einerseits und ihres Vermögens zur Verwirklichung andererseits den transzendentalen Prozess der Selbstbegegnung in greifbare Nähe. Dazu muss solche transzendentale Musik allerdings erst noch ihr volles expressives Potenzial entfalten, wozu sie sich von allen anderen Künsten lösen und einen selbstständigen, dramatischen Zwang hervorrufen muss. Wer nun vermutet, Bloch hätte nun als jüngste Entwicklungsstufe auf dem Weg zu dieser transzendentalen Musik die Expressionisten ins Feld geführt, irrt. So findet zwar deren berühmtester Vertreter Schönberg Erwähnung im Geist der Utopie, aber lediglich als Musiktheoretiker. Dennoch, und hier kommt schließlich das Ja, nimmt zumindest die Ästhetik der Avantgarde eine Schlüsselposition im Blochs Konzept der transzendentalen Musik ein. Denn die Idee der Verwirklichung, das heißt Unmögliches möglich erscheinen zu lassen, übernimmt Bloch aus dem 1907 und 1916 erschienenen Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst des Avantgarde-Komponisten Ferruccio Busoni und verteidigt zugleich dessen progressive Thesen gegen konservative Kritiker wie den Wagnerianer und Antisemiten Hans Pfitzner. Jahrzehnte später, Expressionismus und Zwölftonmusik waren als Teil der klassischen Moderne bereits Musikgeschichte, kam jedoch auch Schönberg als Komponist zu Rang und Ehren in Blochs musikphilosophischem Werk. Im Prinzip Hoffnung widmet Bloch ihm und der Wiener Schule sogar ein ganzes Kapitel, wo er die Offenheit als distinktive Qualität der neuen Musik herausarbeitet, die sie von der vorhersehbaren Musik zurückliegender Epochen abhebt. Diese in der Unabhängigkeit von formalen und harmonischen und tonalen Zwängen konstituierte Offenheit habe ihr erlaubt, die Grenzen musikalischer Expressivität zu erweitern. Zitat:
Die neue Musik enthält nicht mehr Dynamik der Romantischen, nicht mehr die Dynamik der Romantischen, doch sie intendiert ebenso viel Unerlangtes wie die Dynamische, wo nicht mehr. Zitat Ende. Dennoch wird hier zwar die Avantgarde-Musik gewissermaßen lobend erwähnt, muss sich aber weiterhin an den für Bloch zentralen Formen der Sonate und der Fuge messen lassen, und ihre Komponisten stehen nach wie vor im Schatten der großen Namen Beethoven, Bach, Wagner, Mahler. Die sprengende Jugend der Musik, die Bloch im Geist der Utopie beschwor, wohnt der neuen Musik nicht mehr inne als der alten. Es wirkt beinahe so, als wollte Bloch vor allem seine Geschichte der Musik komplettieren, die im Geist der Utopie noch mit Mahler, Bruckner und Wagner geendet hatte, ohne jedoch die Wiener Schule als einen wesentlichen Schritt hin zur transzendentalen Musik zu verstehen. Wie ist diese Zögerlichkeit zu erklären? Ein Hinweis gibt möglicherweise ein Typuskript Blochs aus den 1960er Jahren. Das Schriftstück liegt auch hier oben im Bloch-Archiv, ist meines Wissens nach philologisch noch nicht erschlossen und sollte offenbar nicht gedruckt werden, außer in einer Festschrift. Es enthielt wohl zu wenig Neuerungen gegenüber bereits publizierten Schriften. Doch darin findet sich eine für uns sehr interessante Passage, denn dort konstatiert Bloch, dass, Zitat, die Zeit der Sonate abgelaufen zu sein scheint. Die Beziehung auf einen Grundton ist nicht nur in der sogenannten atonalen Musik erloschen. Auch Schönbergs Zwölftontechnik kennt die harmonische Spannung nicht mehr, die der Sonate zugrunde lag. Dadurch entsteht mindestens ein durchaus undramatischer Anschein in der modernen Musik. Zwar spielt in der Zwölftontechnik die Rückläufigkeit eine große Rolle, aber es ist keine der Sonate, sondern eher eine der Umkehrung des Krebses. Eine der Aufhebung, nicht der Restitution. Krenneck drückt es einmal so aus, dass der musikalische Ablauf sich selbst gewissermaßen Stück für Stück zurücknimmt und zum Irgendwo des Nichts zurückkehrt, woraus er gekommen ist. So fehlt der modernsten Musik noch eine positive Teleologie. So ist sie zumindest mehr episch als dramatisch. Hier wird offensichtlich, warum die Musik der Wiener Schule und damit auch nachfolgender Strömungen wie dem Serialismus die Kriterien der transzendentalen Musik nach Blochs Verständnis gar nicht erfüllen können. Es scheint, als sehe er sie durch das Fehlen des Elements der Reprise nicht dazu in der Lage, innere, positive, zielgerichtete Spannung zu erzeugen. Dadurch würde sie trotz ihrer Expressivität keinen eigenständigen dramatischen Zwang entwickeln. Eine der von Bloch postulierten notwendigen Bedingungen für Verwirklichung und Transzendenz. Bei aller Streitbarkeit dieser These Blochs liegt hier möglicherweise die Erklärung dafür, warum Avantgarde-Musik in seinem musikphilosophischen Schaffen keine wichtigere Rolle einnimmt und warum er sich, der Eindruck drängt sich auf, auch erst mit Verzögerung überhaupt mit ihr befasst hat. Kommen wir zum Schluss. Blochs Verhältnis zur Musik der Avantgarde oder besser der Avantgarden, die er miterlebte, es waren zahlreiche, ist ein vielschichtiges Thema. Einerseits Verfechter progressiver Kunst und Protagonist der klassischen Moderne, andererseits konservativ im Kanon, verhaftet in der Musikästhetik der Romantik und skeptisch, was die transzendentalen Qualitäten der neuen Musik angeht. Wie nah hingegen Bloch persönlich lange Zeit seines Lebens am Puls zeitgenössischer Musik war, demonstriert die noch ausstehende heutige äußerst passende Musikwahl, worüber ich hier aber nicht so viel verraten möchte. Und nebenbei, wie sehr Bloch andersrum in die Musikszene ausgestrahlt hat, das wiederum verdeutlicht sehr schön der erste Teil des schön ausgewählten Programms. Vor allem in den späteren Jahren, wieder in Deutschland, scheint Bloch immer weniger Anschluss zur jüngeren zeitgenössischen Musik gesucht zu haben. Darmstadt, Donaueschingen, John Cage, der Serialismus und die zahlreichen Gegenparallel- und Nachfolgebewegungen in DDR und BRD haben keinen wesentlichen Eingang in sein Schrifttum gefunden. Der Komponist Dieter Schnebel, Bewunderer Blochs, berichtete hier im Ernst-Bloch-Zentrum 2014 auf unserer Tagung, dass er Bloch zum 80. Geburtstag einen Essay gewidmet und zugesandt hatte, mit dem Titel Blochs Avicenna, Cage und Forma, Materie in der jüngsten Musik. Schnebel resümierte: Ich bekam nie eine Antwort. Er hatte wohl nichts mit der neuen Musik am Hut. Das ist natürlich auch ein Stück Enttäuschung und vielleicht etwas überspitzt formuliert,
aber bringt doch vor allen Dingen eins auf den Punkt. Über das komplexe Verhältnis von Bloch zur Avantgarde-Musik gibt es noch einiges zu erforschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schwinning, für den schönen Vortrag und auch für die schöne Pointe zum Schluss mit Dieter Schnebel, die wir natürlich mit Sicherheit aufgreifen müssen. Vielleicht nicht gleich zu Beginn, weil im Zentrum steht ja die Ambivalenz, die Sie deutlich gemacht haben. Das würde ich gerne jetzt im Gespräch noch ein bisschen mit Ihnen vertiefen, also dieses zweigeteilte Verhältnis zur musikalischen Avantgarde. Sie haben gefragt, ich gucke mal, ich habe es versucht mitzuschreiben, möglichst wörtlich, findet sich das enge Verhältnis zur musikalischen Avantgarde und auch zu einigen Komponisten wie Eisler zum Beispiel in seiner Musikphilosophie wieder? Kleine Zäsur. Nein, kleine Zäsur und ja. Das müssen wir jetzt ein bisschen aufklären, wie dieses Nein und Ja zusammenhängt. Also ja, persönlich befreundet, auf jeden Fall, das ist der persönliche Anteil. Und dann stellt man aber fest, haben Sie gesagt, wenn er sich musikphilosophisch mit Musik beschäftigt, dann schaut er meistens erstmal so 20, 30 Jahre zurück und eigentlich endet das irgendwo in der Spätromantik, allerspätestens bei Mahler, vielleicht aber schon bei Wagner. Wie kommt das? Ja, eine hochspannende Frage natürlich. Ich glaube, man darf nie vergessen, Bloch ist natürlich Kind der Romantik. Ne? Also er ist nun mal auch in der Romantik oder in der Spätromantik auch einfach groß geworden. Und ja, was ich halt wirklich spannend daran finde, ist, man könnte ja meinen, er bleibt dann vollständig daran verhaften, aber so ist es nicht. Dafür hat er zu viel Kontakt zur Avantgarde und befürwortet ja auch jede Fortschritt oder jede Progression in den Künsten. Interessant ist nur, warum das immer mit Verzögerung in seiner Musikphilosophie auftaucht. Und hier, glaube ich, muss man unterscheiden, dass Bloch Musik oder dass, wenn Bloch sich mit Musik beschäftigt in seiner Philosophie, dass es immer quasi zwei Ebenen gibt. Es gibt immer die ästhetische Ebene und dann gibt's die, dann stellt er seine ästhetischen Überlegungen immer quasi zur Probe aufs Exempel und sucht sich Musikbeispiele aus, mit denen er quasi seine Gedankengänge unterstützen oder andere Gedanken, gegenläufige Argumentation entkräften kann. Und seine Ästhetik, wie sich hier zum Beispiel an diesem schönen Beispiel mit Bosoni zeigt. Seine ästhetischen Gedanken sind durchaus progressiv. Also ja, er greift zwar die Inhaltsästhetik der Romantik auf, erweitert sie aber um den Psychologismus um die Jahrhundertwende, erweitert sie um Bosonis Gedanken zum Beispiel und entwickelt dadurch irgendwie was Neues, hat dann aber anscheinend irgendwie keine aktuelle Musik zur Verfügung, anhand derer er das oder die ihm ausreicht dafür, diese Ästhetik zu belegen. Und dann greift er eben wieder zurück auf die Musik, die dann meistens einfach schon wieder ein paar Jahrzehnte her ist. In ganz vielen Fällen ist es Wagner, aber manchmal geht er noch weiter zurück. Also die Fuge zum Beispiel spielt ja für ihn auch eine ganz wichtige Rolle, gerade die Bachsche Fuge. Und ich glaube, irgendwo hatte ich auch den Satz, ne? Also da bei der Suche nach Musikbeispielen scheint Bloch die Epoche relativ egal zu sein. Da nimmt er das, was passt. Man traut sich die Frage, oder ich traue mich die Frage kaum zu stellen, wenn hier der ehrwürdige Philosoph abgebildet ist. Im Vorhang hier kommt ihm da sein eigener Musikgeschmack dazwischen. Frau Vidal hat es vorhin eigentlich schon angedeutet. Als Denker absolut progressiv, als Theoretiker immer auf den Fortschritt gerichtet, aber mit dem Musikgeschmack ist irgendwie schwierig. Er hätte viele Zeitgenossen zur Auswahl gehabt. Sie haben es erwähnt, er hat Schönberg, oder Sie haben es vorhin auch schon erwähnt, Frau Vidal, mit der Harmonienlehre erwähnt, aber nicht mit einem Musikstück in seinen Schriften. Er hätte natürlich auch noch die Schüler von Schönberg, Anton Webern und Alban Berg, die Wiener Schule, als Element seiner Theoriebildung wählen können oder was weiß ich, Prokofjew, später dann auch Schostakowitsch, viele andere, die man jetzt willkürlich herausgreifen könnte, mit denen er sich nicht beschäftigt hat. Sie haben Ernst Krenek, glaube ich, vorhin genannt, hat mich besonders gewundert, weil Ernst Krenek hat ja wirklich Stücke geschrieben, wenn ich es recht erinnere, wie die Märsche, den Krieg zu verhindern, die ja wirklich so eine, in dem Fall pazifistische Utopie formuliert haben.
all dem setzt sich dieser Mann nicht auseinander, weil ihm sein freundlich ausgedrückt konservativer Musikgeschmack dazwischen kam? Ja, kann ich nur zustimmen. Eine sehr interessante Frage, wo wir natürlich sehr weit in die biografische Forschung reinkommen. Das ist nicht ganz meine Expertise. Aber der Eindruck drängt sich auf. Allerdings gibt es auch ein Zitat von Carola Bloch, die mal interviewt wurde, wo sie tatsächlich gefragt wurde, warum Bloch sich jetzt irgendwie mit Eislers Musik gar nicht so viel auseinandergesetzt hat. Und da sagt sie sinngemäß sowas wie, naja, wir hatten ihn irgendwie abgestempelt als den Komponisten der Arbeiterlieder. Manche davon sind ja auch irgendwie schön, aber irgendwie uns hat mehr die ernste Musik interessiert. Und erst als wir erfahren haben, dass Eisler quasi auch ernste Musik, also ernste Musik, sagt sie so in dem Interview, ernste Musik komponiert, haben sie sich dem irgendwie wieder ein bisschen zugesandt. Ja, klar, es ist natürlich irgendwie, ist natürlich so eine Interviewsituation, wo es auch wieder quasi aus zweiter Hand, aber das bietet vielleicht so eine kleine Erklärung. Ja, schwer zu sagen. Da müsste man die Bloch-Biografen, glaube ich, fragen. Ich taste mich noch weiter voran. Eine zweite Erklärungsmöglichkeit für das Nein in Ihrer Antwort auf die Frage, findet sich das enge Verhältnis zur musikalischen Avantgarde auch in seinem musikphilosophischen Denken? Nein. Zweiter Erklärungsversuch mit Dieter Schnebel gesagt, na, der kannte einfach zu wenig. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, es ist natürlich auch gerade bei zeitgenössischer Musik immer gar nicht so einfach, ne? Irgendwie die verschiedenen Strömungen zu verfolgen. Also man muss drin sein dafür. Und da hat man einfach das Gefühl, das hat Bloch, während er in den 1920er, 30er Jahren bis in die 40er Jahre noch extrem gut vernetzt und nah dran war, scheint er das danach scheint er vielleicht nicht mehr so aktiv hinterher gewesen zu sein. Ich meine, es wäre natürlich super interessant oder es hätte ja für ihn super interessant sein können, auch die sehr schwierige Situation in der DDR irgendwie zu verfolgen und da vielleicht auch Fürsprache zu halten. Also ja, es ist irgendwie schwierig zu verstehen, warum Bloch zum Beispiel mit jemandem wie Rainer Bredemeyer zum Beispiel nicht, warum es dann nicht irgendwie geknistert hat oder so. Und ähnliches dann auch in der BRD. Ne? Also ja, es ist, ich weiß, er hat sich zum Beispiel mal mit Henze getroffen, aber ja, naja, irgendwie so eine dezidierte Zuschrift von jemandem wie Dieter Schnebel so sozusagen links liegen zu lassen, das ist schon irgendwie, das ist sehr bemerkenswert, sehr seltsam. Aber naja, wenn man 80 ist, dann muss man vielleicht auch nicht mehr hinter jedem Avantgarde-Trend hinterher sein. Ja. In dem Fall vielleicht auch eine Frage der Lebensökonomie, wie sein Freund Hans Meyer gesagt hätte. Ja. Ganz klar, mit 80 muss man eine Auswahl treffen. Nichtsdestotrotz kam Ernst Bloch ja auch schon vorher zu recht harten Urteilen über die jeweils zeitgenössische Musik, also die Musik, deren Zeitgenosse er war. Sie haben das auch zitiert, eine Formulierung, die man vielleicht mal ein bisschen sich genauer anschauen sollte, vielleicht auch zerlegen muss, ist die, dass Bloch in der neuen Musik oder der zeitgenössischen Musik eine positive Teleologie fehlt. Also das Positive fehlt, die Teleologie, die Ausrichtung auf ein Ziel fehlt, fehlt da das Revolutionäre, fehlt da das Fortschrittliche, fehlt da ein Gesellschaftskonzept, das sich in der Musik niederschlagen soll, fehlt da das Politische, dem die Kunst zugeordnet oder, wie es in der DDR im Formalismusstreit hieß, untergeordnet werden sollte. Was fehlt Ernst Bloch, wenn er eine positive Teleologie in der zeitgenössischen Musik ganz allgemein so sehr vermisst, dass sie für ihn insgesamt nicht die kommende Musik ist? Ja, das ist auch eine sehr schöne Frage. Ich glaube, die Frage kann man auch auf, oder wie so oft bei Bloch, gibt es quasi eine Möglichkeit, das nah am Text zu beantworten und eine, wo es ein bisschen interpretativer wird. Nehmen wir das zweite zuerst. Das ist ja das Spannende, dass Bloch tatsächlich mit seinen Weilaufsätzen zum Beispiel zur Drei-Groschen-Oper, in denen er ja was für eine Musik abgewinnen kann, die ja stilistisch so gar nicht seins ist. Das haben wir auch schon gehört. Also Bloch war ja so von diesen popularmusikalischen oder Jazz-Einflüssen, also was man damals für Jazz hielt, diese Jazz-Einflüsse oder so, das,
das war nicht seins, das war überhaupt nicht seine Musik. Aber dadurch, dass er Brecht oder bei Brecht und Weil vermutete, dass sie damit quasi eine, ja, ein Programm verfolgen, also dieses subversiv irgendwie die Hörer zu beeinflussen, dadurch kann er das gutheißen. Und dann ist das für ihn quasi gerechtfertigt, der Einsatz dieser Mittel. Und dann ist das in Ordnung. Das wäre vielleicht so ein bisschen die etwas größere Interpretation. Und das etwas näher am Text, das ist tatsächlich einfach musikphilosophisch, argumentativ. Also Blochs Sprache, gerade im Geist der Utopie, wirkt ja sehr expressionistisch und sehr überbordend. Seine Argumentationen da drin sind aber relativ scharf abgezeichnet, also teilweise wirklich klar logisch nachzuvollziehen. Und für ihn ist nur ein ganz elementar, also ein ganz zentrales Moment dieser kommenden Musik ist dieser eigene dramatische Zwang. Das ist so ein Gedanke, der ist verwandt mit der absoluten Musik. Also für Bloch ist diese kommende Musik eine Musik, die sich von allen anderen, von jedem Programm, von jedem Text, von der Theaterdramaturgie im Prinzip irgendwie loslöst und ihre eigene Dramaturgie erzeugt. Und da ist Sonate für ihn immer das Beispiel, weil nur Sonate als Instrumentalstück hat halt einen inneren logischen Aufbau und eine innere Dramaturgie. Und wenn man während der Form kundig ist sozusagen oder einfach schon ein paar Sonaten gehört hat, dann weiß man ungefähr, jetzt am Anfang wird halt irgendwie wird ein Thema vorgestellt, dann wird es irgendwann durchgeführt und irgendwann kommt dieses Thema wieder in der Reprise. Und das antizipieren wir sozusagen schon die ganze Zeit. Das Stück in sich ist zielführend. Und das ist quasi so diese Vorstufe dieses dramatischen Zwangs sozusagen, den Bloch auch wirklich bis auf den einzelnen Ton runterbricht. Und das, sagt er zumindest, fehlt dann natürlich in Musik, der solche Ordnungsprinzipien fehlen, ne? Wie eine Form der Sonate oder wie harmonisches auf funktionales Aufeinanderfolgen, irgendwie von der Dominante auf die Tonika und so weiter. Wenn das alles weg ist, dann wissen wir, dann können wir als Hörer nicht mehr oder als Hörerin nicht mehr antizipieren, was passiert, wie es endet. So. Und damit oder da sagt Bloch irgendwie, lassen uns die KomponistInnen irgendwie in so ein Loch fallen. Und dadurch kann diese Musik das eben nicht, diese Bedingungen nicht erfüllen für die kommende Musik. Aber dann hätte sie ja in der Form so eine Leerstelle und jetzt stochere ich und frage, ob sich Bloch da vielleicht implizit was Didaktisches gewünscht hat in der Musik, wenn er die Sonatenform einerseits analytisch auseinandernimmt, schreibt über den fehlenden Grundton in der Zwölftonmusik, der Grundton, den man natürlich als was Autoritäres oder als ein Herrschaftssystem verstehen kann, gegen das sich musikalische Formen auflehnen. Und andererseits wünscht er sich aber irgendwie so eine strenge Form, die quasi teleologisch ganz scharf und dezidiert auf ein Ziel hinführt. Kommt man da auch ein bisschen in sein Unbehagen vielleicht auch mit vielen Strömungen neuer Musik? Mir fiel vorhin, als Sie es gesagt haben, sofort die Aleatorik ein, zum Beispiel, vor der er vermutlich dann mit dieser Herangehensweise komplett ratlos stand. Ja, ich glaube, also zur Ratlosigkeit wird es sicher geführt haben. Ich glaube nicht, aber da muss ich oder müssen wir alle noch auch in diese Texte noch tiefer einsteigen. Ich glaube eigentlich, dass Bloch gar nicht so wichtig war, was jetzt die Teleologie letztlich dahinter ist und was das Ziel ist. Er bietet nur auf jeden Fall diese zwei Möglichkeiten an. Einmal quasi so dieses, also ein politisches, ideologisches Programm zu erfüllen, auf der anderen Seite diese innere Dramatik. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ausschließt, dass so eine innere Dramatik nicht auch anders erzeugt werden kann. Dafür ist er halt zu viel, dafür hält er auch zu viel letztlich von den Neuerungen, die mit Wagner und mit der Spätromantik kommen, in der ja auch ganz viele dieser funktionalen Beziehungen aufgehoben werden, irgendwie wo plötzlich eine harmonische Funktionsanalyse nicht mehr funktioniert, die Musik aber trotzdem noch klingt. Und das wusste, da Bloch war kundig, Bloch war jetzt kein Musiktheoretiker oder Musikwissenschaftler, aber er hatte viele, viele Werke gelesen. Er hat die Harmonielehre
von Schönberg gelesen. Also er wusste Bescheid, so, das kann man schon irgendwie so sagen. Deswegen, also ich glaube, eigentlich ist er zu progressiv eingestellt, um das auszuschließen, dass es andere Teleologien geben könnte. Ich bin mir auch gar nicht sicher, also es hat so ein bisschen das Gefühl, als hätte Bloch sich da selbst so ein bisschen in eine Sackgasse manövriert, die er da irgendwie versucht, noch so ein bisschen zu retten in den 50er und 60er Jahren, weil er ja eigentlich so vom Herzen her ja irgendwie einfach Avantgardist und progressiver Denker war und ist. Aber ja, da ist noch einiges zu tun und zu erforschen, wie das, ob und wie ihm das vielleicht gelingt, das aufzulösen. Eine schöne Formulierung von Ihnen in diesem Zusammenhang fand ich auch, dass Bloch sich eine Dynamik wünscht oder eine Vorstellung von Dynamik wie in der romantischen Musik, die aber keine romantische Musik ist. Das ist jetzt eine Aufgabe für den Dialektiker, das zusammenzuführen. Wie wird die denn aussehen, die Vorstellung von Dynamik wie in der romantischen Musik, die aber nicht romantisch ist? Ich befürchte, dafür bin ich zu wenig Dialektiker und zu viel Analytiker, um das übereinzubekommen. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob Bloch eine Antwort darauf hätte. Ich schätze mal, was Bloch auf jeden Fall prinzipiell gefällt oder gefallen hat, ist, dass man es einfach probiert und dass man einfach immer vorwärts geht. Also er nimmt ja auch dann die Wiedernschule mit auf in seine Musikgeschichte. 20, 30 Jahre später, wie immer. Zwar zu spät sozusagen, zwar später, rückblickend, aber er nimmt sie auf und gibt ihnen ja quasi auch oder spricht ihnen ja auch zu, einen Schritt in die richtige Richtung, zumindest auf der einen Seite getan zu haben, durch dieses Prinzip der Offenheit. Also diese Offenheit, das gefällt ihm, das muss man sagen. Die findet er richtig gut. Ihm fehlt halt jetzt, er bräuchte vielleicht irgendwas, was diese Offenheit irgendwie mit etwas verbindet, was wir als Hörer, Hörerinnen antizipieren können. Jetzt könnte man natürlich irgendwie sagen, na gut, Zwölftonmusik gibt es jetzt auch 100 Jahre, inzwischen kennen wir die alle so gut, dass wir auch Zwölftonmusik antizipieren können. Ich schätze mal, das ist zumindest in der Breite der Bevölkerung nicht so, aber vielleicht ist es auch tatsächlich etwas, was immer ein bisschen Zeit braucht, bis die Hörer, Hörerinnenschaft sich an bestimmte Musikformen gewöhnt hat und an eine bestimmte Offenheit in der Musik gewöhnt hat und dann vielleicht auch in die Lage versetzt wird, zu antizipieren. Deswegen, ich schätze, wie gesagt, also ich glaube, Bloch hat es immer gefallen, wenn es irgendwie vorwärts geht. Ne? Und wenn dazu agitiert er einfach viel zu stark, zum Beispiel gegen jemanden wie Fitzner, ne, der auch so polemisch gegen Busoni vorgeht. Und deswegen agitiert er auch in der Expressionismusdebatte für den Expressionismus, ne? Weil er prinzipiell immer erstmal dafür war, nach vorne zu gehen, ne? Und neue Dinge auszuprobieren, anderes zu probieren, dass dabei nicht sofort seine zukünftige Musik, also ich meine, damit hätte er natürlich auch so ein bisschen seine eigene Philosophie abgeschafft, wenn wir jetzt plötzlich schon diese kommende Musik hätten. Das passt nicht ganz. Okay, das ist klar, die darf dann auch nicht sofort da sein. Dann wäre in der Tat der philosophische Gedanke zumindest abgeschafft. Das Stichwort der Agitation möchte ich aufgreifen, weil das ist mir bei Ihnen auch schon in einem anderen Zusammenhang ja begegnet, nämlich dass Bloch die Agitation im verdeckten Gewand schätzt. Agitation im verdeckten Gewand, das wüsste ich noch etwas genau, was das denn bedeutet, wenn Musik das leistet. Also A, wie macht sie das? B, wen spricht sie damit an? Und C, was erreicht sie damit? Ja, ich denke, das schönste Beispiel für so eine Agitation ist, oder das, was er am ausführlichsten betrachtet und beschreibt, ist das Lied der Seeräuber-Jenny aus der Drei-Groschen-Oper, dem er sich in zwei Aufsätzen widmet und der Drei-Groschen-Oper auch nochmal in einem. Und hier hat ihm der Gedanke gefallen oder der Ansatz gefallen von Weil und Brecht, quasi auf das Motiv der Befreiungsopern zu rekurrieren, ne, quasi, also es wird ja am Ende Fidelio fast schon zitiert, in dem auch ein reitender Minister auftaucht, hier nicht die Guten, sondern den Bösewicht begnadigt, als ironische Wendung sozusagen, und das scheint Bloch sehr gefallen zu haben, und er sagt quasi, der Kulminationspunkt an dem Ganzen ist das Lied der Seeräuber-Jenny, weil es ist schmissig, es geht ins Ohr. Bloch hat beobachtet, während
zum Beispiel Strawinskys Geschichte des Soldaten, die er auch sehr geschätzt hat, ja quasi vor, also naja, Skandalaufführungen produziert hat und später vor leeren Häusern stattfand und abgesagt wurde und von der Obrigkeit auch gar nicht gern gesehen wurde, also von der zunehmend nationalsozialistisch geprägten Obrigkeit sowieso. Und das alles beobachtet er bei der Drochtelgrajoschen aber nicht. Die Häuser sind immer rappelvoll, das Publikum wippt mit und das Publikum ist begeistert. Und das Publikum besteht wirklich aus mehr oder weniger jedermann und jeder Frau. Und das hat ihn erstaunt, weil ja das Programm der Dreigroschenoper eigentlich auch ziemlich, heute würde man sagen, also ziemlich links ist, ne? Und irgendwie ziemlich das bestehende System ziemlich anprangert. Ne? Das hat ihn erstaunt und das untersucht er näher, wie das Ganze funktioniert. Und sein Schluss ist, dadurch, dass weil das Ganze in dieses ja, mehr oder weniger popularmusikalisch angehauchte Kleid fasst, kriegen die Leute das quasi gar nicht so richtig mit, was inhaltlich, textlich passiert. Auf den ersten Blick, aber trotzdem geht ihnen das Ganze quasi ins Ohr und trotzdem baut Weil halt auch überall wieder kleine, subtile sozusagen Stolperfallen ein irgendwie, wo man dann durch die musikalische Gestaltung über den Text fällt sozusagen. Und das macht er wirklich also relativ analytisch irgendwie am Lied der Seeräuber-Jenny fest, wo er so ein Text-Ton-Zusammenhang da zu Text-Ton-Verhältnis das beleuchtet. Und ja, da stolpern die Leute quasi, wenn sie das Lied dann zu Hause nochmal singen, stolpern sie mental darüber und dadurch ist irgendwie so eine Saat gelegt sozusagen. Also es ist irgendwie in den Köpfen der Leute drin, ohne dass sie es erstmal so gemerkt haben. Man muss sagen, die Rezeptionsforschung der Dreigroschenoper ist natürlich inzwischen Jahrzehnte weiter und da spielen unter anderem diese Interpretationen. Da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze oder damit wurde auch tatsächlich gearbeitet. Das ist auch ganz spannend. Das ist nicht mehr ganz aktuell, wie Bloch denkt, aber es ist ein schönes Beispiel für seine Idee der verdeckten Agitation sozusagen von Musik. Ich glaube, jetzt mit dem Lied der Seeräuber-Jenny verstehe ich dann auch besser, was Bloch mit dem dramatischen Zwang meint, den die Musik, die kommende Musik hervorrufen muss. Weil das ist ja eigentlich ein Lied, das ein revolutionäres Moment enthält. In dem Moment wird auch die Musik langsam. Da geht sie aus diesem Drive heraus. Und ein Schiff mit 8 Segeln an dieser Stelle wird es ganz langsam, das bricht. Am Anfang ist Jenny diejenige, die die Gläser abwäscht und das Bett für jeden macht. Und dann kommt das Schiff mit 80 Kanonen und bumm, die Revolution ist da sozusagen. Also dieses revolutionäre Moment, das ist sehr plakativ. Auch hier wieder nicht eine reine Eigenermächtigung, sondern auch hier kommt wieder das Piratenschiff, was er dann auch mit Fidelio in Verbindung setzt, wo er wieder ganz stark aus dieser Zeit diese christliche, eschatologische Perspektive reinbringt, so ein messianisches Moment immer mitschwingen hat. Und das bringt er dann, bringt er noch Senta und Elsa aus den Wagner-Opern mit rein, wo es ja auch wieder diese Erlösungsmomente gibt, wobei ja im Fliegenden Holländer tatsächlich es mal die Frau ist, die den Mann erlöst. Sonst ist es ja meistens irgendwie andersrum. Aber ja, also ne, das auch hier wieder dieses Deus ex machina. Irgendwie, es muss eine höhere Art der Befreiung sein als eine bloße Selbstermächtigung. Also ein bisschen Theaterdonner hat er offenbar auch gemocht, Ernst Bloch. Auf jeden Fall, ja. So kann man den dramatischen Zwang dann auch übersetzen. Jetzt würde ich gerne nochmal zu der Anfangs- und Grundfrage zurückkommen, die vorhin Franziska Vidal formuliert hat, auch schon Frau Amodeo in ihrer Einführung, nämlich worin denn das utopische Potenzial der Musik dann tatsächlich für Ernst Bloch besteht. Wir haben jetzt sehr vieles gehört und können vielleicht manches zusammenführen. Also ausgehend vielleicht von der Beobachtung Blochs, wir haben Zugriff auf utopische Potenziale,
Klammer auf, die Frage ist immer, wie setzt man sie in Gang, wie nutzt man sie? Und ganz simpel gefragt, was kann jetzt vor dem Hintergrund, was Sie uns auch dargelegt haben, Herr Schwinning, Musik leisten? Ja, da geht es dann wirklich sehr an die Basics von Blochs Utopie oder Philosophie der Utopie. Und das, man neigt dazu, Bloch dank seines, ich sag mal, Stils, aus überbordenden Stils irgendwie in so eine metaphysische Ecke zu stellen, aber das ist er gar nicht. Also Bloch ist Materialist, ne, also gut aus der marxistischen Tradition kommt irgendwo, aber Bloch ist Materialist und der Clou ist halt, dass er davon überzeugt ist, dass Materie eben noch nicht an ihrem Zielzustand angekommen ist. Sie ist quasi noch dahin, sich zu entwickeln zu ihrem Zielzustand. Aber trotzdem sind in jedem Partikel der Materie sozusagen alle möglichen künftigen Zustände enthalten. Und damit, das ist der interessante Gedanke dran, ja auch in uns selbst sozusagen. Also wenn wir jetzt quasi nur gut genug Innenschau betreiben, können wir quasi mögliche Zustände unserer selbst in der Zukunft, können da eine Ahnung von bekommen. Und das wäre natürlich ein enormes utopisches Potenzial, weil wir uns dann natürlich auch die besseren Zustände der Zukunft vorstellen können. Das ist in der frühen Philosophie, ist das, glaube ich zumindest, tatsächlich genauso zu verstehen bei Bloch. Bin kein Experte für die Philosophie im Prinzip der Hoffnung und auch nicht unbedingt ein Experte für die Erkenntnistheorie Blochs. Ich glaube, später macht er das alles ein bisschen eigentlicher. Ne? Aber das ist dieser Grundgedanke, durch Eigenschau kriegen wir eine Vorstellung können wir Vorstellungen von Zukunft bekommen. Diese Eigenschau geht nicht. Ne? Sobald wir uns versuchen, die Gegenwart vor Augen zu rufen, ist es schon wieder eine Erinnerung. Und in dem Moment klappt das Ganze nicht, das platzt. Und da kommt dann die Musik ins Spiel. Und das ist das Dunkel des gelebten Augenblicks. Genau. Wieder so eine Formulierung, die der rausgehauen hat. Ja. Genau, und also ein Konzept, über das natürlich also Bücher geschrieben wurden. Da, wie gesagt, bin ich auch tatsächlich jetzt nicht der zentrale Experte zu, aber es ist für die Musik, so verstehe ich das, sehr wichtig, weil Musik quasi so eine Art Workaround ist. Ne? Musik bietet uns eigentlich als einziges, zumindest in der frühen Philosophie, als einziges die Möglichkeit, wenn sie denn irgendwann diese Bedingungen erfüllt haben, über die wir gesprochen haben, dann können wir in der Rezeption von Musik sehr unmittelbar eine Vorstellung, ne, oder sehr unmittelbar in dieses Dunkel des gelebten Augenblicks vordringen. Und uns eröffnen sich sozusagen Ausblicke auf mögliche bessere zukünftige Welten. Ja, und das ist natürlich ein extrem starkes utopisches Moment. Also als Türöffner auch sehr stark. Ja, genau. Ja, also wirklich als Erkenntnismittel. Okay, das schließt sich genau an das an, was Sie zu Beginn gesagt haben, Frau Vidal. Ne? Also ästhetische Erfahrung ist Genuss und Erkenntnisleistung. Musik ist ein Instrumentarium dafür. Wir haben es verstanden. Das Symposium rundet sich. Was wir jetzt noch auf jeden Fall kennenlernen müssen, ist, was Sie auch zu Beginn betont haben, Herr Schwinning, nämlich den persönlichen Zugang, den Bloch zur neuen Musik hatte. Der war meistens freiwillig, manchmal auch fast unfreiwillig, nämlich zum Beispiel als für ihn bzw. für Herrn Mayer die Kantate komponiert wurde von Hans Eisler. Und das würde ich jetzt gerne mit Marc Reichow besprechen, den Sie schon als Pianisten kennengelernt haben, beziehungsweise von Ihnen, Herr Reichow, natürlich erfahren wollen, welches Stück wir da jetzt gleich zu Gehör bekommen. Hans Eisler, ein Freund von Ernst Bloch oder ein Freund der Blochs, Sie kannten sich schon natürlich aus Deutschland, haben sich dann wieder gefunden, getroffen im Exil. Ja, aus Prag zuletzt. Ich glaube, dass der Eisler die Geburt. Wir verraten das noch nicht. Ich muss die Frage erst noch stellen. Genau. Wir sind ja noch. Wir sind ja erstmal beim ersten Geburtstag, weil die Kantate heißt ja Kantate zu Herrn Mayers erstem Geburtstag für Singstimme, Viola und Klavier von Hans Eisler, uraufgeführt am 10. September 1938.
gehört nicht zu den bekanntesten Werken von Hans Eisler, ist eigentlich ein Lied in 4 Teilen. Und jetzt müssen wir erstmal wissen, das war der Herr Meier. Es hätte auch Fräulein Meier sein können. Also ja. Die bewusste Person, jetzt hätte ich es eben fast verraten, die bewusste Person war Eisler schon aus Begegnung in Prag, wo die Person nämlich geboren worden war, bekannt. Es war wohl so, dass Carola und Ernst Bloch vor der Geburt des Kindes, anders als heute, natürlich nicht wussten, was es werden würde. Und dieses Kind, Fräulein oder Herr Meier, wurde dann Jan-Robert Bloch nach der Geburt. Der Beiname blieb aber. Und niemand wusste das besser als Eisler, der das sozusagen auch miterlebt hatte. Und der blieb bei diesem Namen, zumal, kann man gleich sagen, es ist ja einerseits ein anekdotisches Werk, was er jetzt, zu der Situation kommen wir vielleicht gleich noch, wann es komponiert wurde, aber ein anekdotisches Werk zu einem bestimmten Anlass, dem ersten Geburtstag komponiert. Aber Eisler wäre nicht Eisler, wenn das nicht in einer Dialektik diesen zufälligen Privatanlass auch in eine Beziehung gesetzt hätte zum Weltgeschehen und zu größeren Zusammenhängen zur Geschichte. Und da kommt sogar eine Teleologie ins Spiel, die nämlich dem Knaben mit in die Wiege gelegt wird. Gehen wir das Schritt für Schritt durch, weil der Text ist quasi didaktisch aufgebaut und mündet in diese Teleologie, obwohl diese Kantate ganz, ganz kurz ist. Aber zuerst muss ich, glaube ich, noch wissen, ich kenne Leute, die haben ihren Pudel Fürst Igor genannt, ich hatte mal Nachbarn, die haben ihre Katze Onkel Vanya genannt, aber mir sind noch nie Eltern begegnet, die ihren Sohn Herrn Meier genannt haben. Weiß man denn, wie es dazu kam, dass Carola und Ernst Bloch, also Herr oder Fräulein Meier, das war die Auswahl, weil sie nicht wussten, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, glaube ich. Ne? Wie kam es dazu, dass sie den... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also ob es nur das Stereotyp, wissen Sie es genauer, Frau? Carola Bloch beschreibt es in ihrer Biografie, die man vielleicht auch mal nennt, sehr interessant. Sie beschreibt ja ihr Leben und es hatte schon etwas auch mit diesen Ungewissheiten zu tun, die sich nicht festlegen wollen und darum erstmal Herr Meier. Also diese Distanzierungsform im Grunde genommen, ne? Tatsächlich ist der Zeit geschuldet, Hans ist Herr Meier. Na gut. Ich habe auch zugeben, als mir der Arzt erzählte, ich war mit Zwillingen geschwanger, könnten auch Jungs sein, ich dachte, zwei Jungs nehme ich nicht, nur weil es Mädchen sind. Und so war Corona, ich wollte halt einen Jungen. Also Herr Meier ist es dann tatsächlich geworden, gezeugt in Paris, geboren in Prag. Das ist nicht nur eine Information, sondern das steht auch schon im Text dieser Kantate so. Und dann hat Herr Meier seinen ersten Geburtstag im nächsten Exil gefeiert, nämlich in den USA. Jetzt beschreiben Sie mal bitte, Herr Reichow, wo genau, in was für einem Setting hat das stattgefunden, weil das hochinteressant ist als Hintergrund für diese Kantate. Ja, also die erste Station war ja mehr oder weniger New York, wie typische, natürlich eine Einwandereranlaufstelle über Ellis Island. Er wurde aber da, oder das Ehepaar Bloch mit dem Kind wurde da in Empfang genommen oder der Boden wurde bereitet durch Joachim Schumacher und seine Frau. Das waren ein Philosoph und Schriftsteller, den er persönlich schon aus der Zeit in Zürich kannte, aus der ersten Exilstation seit 1933. Und die besorgten für Blochs mit ein zweites Ferienhaus oder Wochenendhaus in der Natur sozusagen, nördlich von New York, Valley Cottage, das ist, ich glaube, in Connecticut schon, wo die erste Zeit verbracht haben und auch in engem Austausch waren. Und da in diese Zeit fiel dieser erste Geburtstag noch. Kurz darauf sind sie, glaube ich, nach New York umgezogen. Carola Bloch, Sie wissen das auch, Carola Bloch war ja als Architektin tätig und verdiente in dem Moment das Familieneinkommen und in der Zeit noch nicht arbeitete sie bei McDonald's und ähnliches. Ja. Weil auch in den USA sie sehr damit konfrontiert war, dass man keine Frau einstellen wollte als Architektin. Das hat ein bisschen gedauert. Also da war ja Jan-Robert Bloch schon älter, dass sie dann endlich in ein Architekturbüro kam. Also das hat am Anfang war sie wirklich
die Frau, die durch Servierjobs und Kellnern und sowas die Familie am Leben halten. Als Bloch konnte ja kein Englisch. Ja, Bloch konnte kein Englisch. Und das war ihr Brotjob, aber sie hatte natürlich immer auch ein Hobby oder eine inoffizielle Tätigkeit für die Kommunistische Partei, was auch eine Rolle spielt, weil man muss sich dann vor Augen führen, als dieser Geburtstag gefeiert wurde im kleineren Kreis, war eben auch Hans Eisler da, der zu der Zeit noch in New York war, noch nicht der relativ erfolgreiche, auch in Hollywood erfolgreiche Komponist war. Der hat ja immerhin eine Oscar-nominierte Filmpartitur geschrieben. Aber der Haken kommt dann hinterher auch, 10 Jahre später wurde Eisler ausgewiesen nach einem Verhör vor dem Komitee für unamerikanische Aktivitäten. Da ging es dann um die Unterwanderung der Filmindustrie. Und da spielen jetzt genau solche Sachen eine Rolle, die wir auch in diesem Stück finden, dass nämlich nicht nur ein kommunistischer, ganz allgemein im Sinne von antifaschistischer Konsens war unter den Anwesenden, sondern dass auch mit den Chiffren gespielt wurde und dass also auch einem Neugeborenen dann eben, darf ich das jetzt verraten? Sie dürfen es verraten, Herr Reicher, selbstverständlich. Also, wir sind bei der Teleologie angekommen sozusagen. Genau, die Teleologie nach diesem materialistischen Geschichtsbild auch wäre natürlich, dass ein Kind auch früher oder später die Internationale hören muss und das möglichst an seinem ersten Geburtstag, verpackt in eine solche zunächst unschuldige Geburtstagskantate. Dazu muss man auch sagen, die Internationale war damals auch noch die Nationalhymne der Sowjetunion. Das war 1938 noch weniger problematisch als später, aber es wurde dann im Rückblick für Eisler genau das, nämlich diese Nähe auch zum oder seinen Ruhm in der Sowjetunion zum Beispiel, den er auch hatte, wurde genau dasjenige, was ihm das Genick brach und was zu der Überführung als aktiven Kommunisten führen sollte. Genau, das war in den McCarthy-Prozessen, da wurde Eisler dann natürlich als einer der Kommunisten verhört, ein bekannter Hollywood-Komponist damals auch schon gewesen, und da wurde eben diese Internationale unter anderem vorgeworfen, also der Vorwurf lautete, dass er die Internationale zitiert hat in seinen Werken und damit natürlich nicht nur eine pro-kommunistische nur, sondern eine ganz deutlich pro-sowjetische Haltung gezeigt habe und ist rausgeworfen worden, musste 1947 die USA verlassen, ging dann in die DDR, dort trafen sich dann Bloch und Eisler wieder. Aber wenn da jetzt nun die Internationale in Anklängen zitiert wird, ich glaube, man kriegt es ganz, ganz deutlich mit, also so, dass fast schon Jan-Robert Bloch, Herr Mayer, bei seinem ersten Geburtstag durch diese Internationale fast osmotisch frühkindlich geprägt werden konnte, da hätte man so ein weiteres utopisches Potenzial der Musik. Aber immer noch auch Eisler, der große Dialektiker, die Internationale kommt eben nicht als Pathos gefülltes Marschzitat oder sowas, sondern als Fuge, also als Kontrapunktik, als avancierte technische, im technischen Sinne avancierte Musik, denn es gab einfach auch, wenn wir das eben gehört haben, Agitation im verdeckten Gewand zum Beispiel, das waren ja Begriffe oder auch ästhetische Kategorien, die wahrscheinlich zwischen Bloch und Eisler zur alltäglichen Konversation gehörten, und da war klar, dass Eisler dann nicht bei der Familienfeier mit einem einfachen Liedchen ankommen kann für klar, Ernst Blochs Sohn. Und er wusste offenbar, was Ernst Bloch zumindest gerne hört, nämlich, wir haben es vorhin gehört, Sonate, klare Form, Fuge, Ziel in der Musik, und hat es so eben auch verpackt. Im dritten Teil ist es, glaube ich, dieser Kantate ist das enthalten. Ja. Ne? Und man kann ihm auch nicht vorwerfen, dass es nicht auch ein Wiegenlied wäre und dass es nicht auch in eine wiederum dem gesellschaftlichen, familiären Anlass angemessen, auch in eine Mitsinge-Situation münden würde. Das alles klingt jetzt ziemlich abenteuerlich, aber in dem Stück eigentlich logisch und auch mit großer Kunst auch in solchen Gelegenheitswerken bei Eisler.
Ich glaube, es ist nicht nur musikalisch sehr logisch, es ist auch textlich sehr logisch aufgebaut. Eisler und seine Frau haben den Text geschrieben, der Schumacher und noch zwei weitere waren beteiligt. Also es ist eine Gemeinschaftsproduktion, dieser Text. Ja, und die Bratsche ist verwendet als Instrument, weil noch ein amerikanischer Schüler von Eisler beteiligt war, der zufällig Bratsche spielte. Die Frau von Schumacher war Pianistin, also die Besetzung war vorhanden und das Stück musste schnell einstudiert und aufgeführt werden. Okay, dann kommen wir nochmal zur Theologie. Ich fasse das nochmal zusammen, worauf das hinausläuft, weil so kurz diese Kantate ist, sie endet mit dem, naja, kommunistisch würde man sagen, Ziel der Geschichte. Beginnt aber mit der Geburt von Jan Robert Bloch, nämlich eben gezeugt in Paris, geboren in Prag. Dann heißt es unter anderem, da kommen alle Motive des Exils der Blochs drin vor, nämlich fliehend vor der Gefahr in einem Gassack zu ersticken, klar. Als Juden waren sie natürlich bedroht davon damals, mussten aus diesem Grund fliehen, um ihr Leben zu retten. Dann kommen einzelne Zeilen drin vor, die auch nochmal die Exilsituation deutlich hervorheben. Doch hoffen wir, an Herrn Meyer gerichtet, doch hoffen wir, dass sie bald die Gelegenheit haben werden, ihr Vaterland kennenzulernen. Da ist natürlich auch der Schmerz des Exils eindeutig drin enthalten. Und dann, für mich sehr berührend, sehr versteckt, fast schon verpackt, die Exilsituation in dem Satz, wir freuen uns sehr, berichten zu können, dass Herr Meyer nie grundlos weint. Da läuft es mir immer kalt den Rücken runter, wenn ich diese Zeile lese. Und dann kommt man eben schon zur Internationale in der Musik. Und dann kommt der Wiegenliedteil, der vierte Teil. Und da ist das Ziel der Geschichte, die Teleologie, drin verpackt. Und jetzt fast merkwürdig, es rundet sich mit Ihrer Komposition, Herr Schwer, weil in dem Text ist nämlich plötzlich wieder von den Geiern die Rede. Also nicht von des Geiers schwarzer Haufen, sondern von den Geiern, die lauern, die kapitalistischen Geier, ganz allgemein. Schlafen Sie ruhig, Herr Meyer, draußen lauern zwar die Geier, doch sie sind nur halb so wild, bald werden sie von der Linken leise, leise angekillt. Ja, die Geier kommen übrigens aus der zweiten Strophe der Internationale in der deutschen Fassung. Also die Anspielungen waren da, glaube ich, alle bekannt unter den Anwesenden. Ja, jetzt haben wir einen großen Horizont, mit dem wir diese Kantate von Hans Eisler hören können, mit Verweis letztendlich auch zu der Komposition, die wir vorhin von Cornelius Schwer gehört haben, Wir sind. Es ist wieder das Ensemble, das wir vorhin schon gehört haben. Und ich freue mich jetzt, Hans Eislers Kantate zum ersten Geburtstag von Herrn Meyer. Wir spielen jetzt 1938 in Connecticut. Genau. Vielen Dank an Sie, die Sie hier oben auf dem Podium gesprochen haben. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Für mich war das ein sehr inspirierendes Symposium hier im Ernst-Bloch-Zentrum. Ich habe selber sehr viel gelernt über das Verhältnis von Ernst Bloch zu Musik und die utopischen Potenziale, die darin stecken können. Haben Sie einen schönen Nachmittag.